Hallo. Funktioniert die Gurke? Aber sag mal was. Eins im Chat, wenn ihr uns hören könnt. Hallo. Eins im Chat, 111. Hallo, guten Tag. Geil, läuft schon Werbung. Fake. Ja? Bild ist schon mal da, Ton noch nicht. So, eins im Chat, wenn ihr den Admin. Hallo. Und mich hören könnt. Oder ist das die Ananas heute? Ich weiß gar nicht. Aber ich mach doch auch mit. Oh, scheiße. Da musst du die Ananas haben. Oh ja. Oh ja. Lass die Hüllen fallen, okay. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus, oder? Tim, dann kriegst du jetzt die Gurke. Moritz hört nichts. Das ist schlecht. Gut geklappt. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ich habe doch eben schon Ananas-Hate bekommen. Für Admins. Tim, wir sind hier. Das geht doch jetzt erst los. Ja? Soll ich dir mal einen schönen Holy Energy machen? Nee, danke. Gerade nicht. Käffchen. Der eine schreibt schon, ich habe keinen Bock auf Baby-Ananas. Wie kann das denn sein? Ja? Das ist übrigens Admin. In deiner Hand ist das auch eine Baby-Ananas. Ja. Baby-Ananas. Gibt es bei Rewe. Ja. Zur Zeit im Angebot. Was machen wir denn heute? Jetzt fehlt bloß noch der Ton. Alan, du musst lauter machen. Dann hörst du es auch. Oder hat der Alex wirklich noch keinen Ton? Ja, weiß wie, wo? Ah, Musik läuft noch. Ah. Der Tim wieder verkackt, oder was? Ha? Hat ja keiner gesagt, dass die auch so. Dann hol schon mal einen Wok ran. Ihr wisst, was das heißt, gell, wenn es Woks gibt abends. Admin, ja. wir haben uns ja einen Plan zurechtgelegt für heute, für den Stream. Ja? Mhm. Weißt du noch, was wir beschlossen haben, was wir als erstes kochen heute? Ja. Was denn? Die Pilze mit Rindfleisch. Die Pilze mit Rindfleisch. Ey Leute, wir machen heute auf jeden Fall, habt ihr jetzt eigentlich eure Kameras alle eingestellt? Ja? Könnt ihr uns gut sehen, Leute? Der Tim kann ja mal zeigen, was wir heute alles für Kameras am Start haben. Timmy, wo sind wir denn? Erstmal mal hier oben, oder? Nee, wo sind wir? Da? 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 Wo sind wir jetzt? Grüße aus der Küche, sag ich, von hier. Katrin und Hendrik. Ja, Hauptkamera. Und Robin. Brettcam. Yeah! Guck mal, alles da, geil, oder? Ich hole schnell noch ein Bier, das ist gut, gut, gut. White Dragon Emperor. Gute. Ah ja. Der Toast Hawaii. Der Micha will Toast Hawaii. Vielen Dank für 2 Euro, mein Lieber. Das geht schon gut los. Nee, Kinder, ich sage euch schon, was wir heute machen. Und zwar. Warte kurz, also, kannst du kurz noch, das ist eine ganz lustige Frage. Das habe ich mich nämlich auch am ersten Tag, als ich Admin kennengelernt habe, gefragt. Heißt du Admin oder ist das ein Künstlername? Das ist ein Künstlername. Ja, was, Bruder? Was? Was, Bruder? Nee, das ist mein echter Name. Ich wurde so getauft, genannt, gerufen. Und vermutlich gab es den Namen auch schon, bevor es Admins gab, würde ich mal jetzt behaupten. Das ist gut möglich, ja? Ja. Also aber der richtige, IT-Admins. Also wenn ihr den richtigen Admin sehen wollt, ne, dann müsst ihr den Carsten angucken. Es gibt diverse Videos auf meinem Kanal, wo der Carsten zu sehen ist. Das ist der Original-Admin. Was ist das Geiles? Was haben wir denn da? Ein Steg. Geil. Ein schönes Steg. Da legen wir es mal dahin, oder? Ja. Geil. Das hier, das ist für später. Das ist für später. Okay. Also Kinder, ich wollte mal kurz erzählen, was wir heute machen hier. Es geht in erster Linie darum, heute mal ein bisschen Asia zu machen, ne, Admino? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ding und wir haben natürlich was Fettes, was wir euch zeigen wollen. Ne? Wir machen es ja nicht ohne Grund. Auch gleichzeitig auf Deliziös heute. Der Alex sitzt hinterm Tim da hinten. Gute Alex! Gute. Alles klar, den hört ihr schon, seht ihn auch nicht. Aber wir haben nachher, spätestens wenn wir das erste Gericht probieren, weil wir haben den kurz gehalten heute, hat nichts zu essen bekommen, außer ein Quarkteilchen. Bitte was? Was hoffentlich bald ist. Hoffentlich bald. Tim hat auch schon Hunger. wir machen die Kooperation heute mit Deliziös aus dem Grund, dass Deliziös natürlich heute wieder hier reinspringt und sagt, wir machen Deliziös Special. Ne? Kann man gar nicht anders sagen. Oder würdest du das anders nennen, lieber Alex? Nee, das kann man so. Es ist nämlich so, dass es natürlich heute bei uns im Shop auf alle Produkte, die wir da haben, natürlich wieder keine Versandkosten gibt während dem Stream. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und vor allem zeigen wir euch heute einen neuen Drop. Ich bin sehr stolz drauf. Admin und Yusuf haben schwer gewerkelt. Mhm. Yusuf kennt ihr ja sicherlich auch schon. Ich habe mit Yusuf schon mal zusammen. Wie heißt das Video, Tim, was wir mit ihm zusammen gemacht haben? Wir haben schon mal gekocht zusammen. Wir haben schon mal gekocht zusammen. Aber was war das denn? War das ein Wildgulasch, glaube ich? Ne? Ein Wildgulasch? Mit, genau, richtig. Oder ein Hirschgulasch war es, glaube ich, sogar gewesen. Und dann. Und ein Podcast war er auch schon. Ne? Also, achso, ja. Und wenn den Carsten sehen will, der kann natürlich auch den richtigen Admin, der kann natürlich auch mal einen Podcast bei uns vorbeikommen. Wo der Admin noch nicht war. Ja.
Ja? Da war der Admin noch nicht im Podcast. Ja. Ich habe auch mal das Bundle, um das es heute geht, verlinkt oben, also angepinnt im Chat. Ja. Also wissen die Leute ja, wer jetzt draufklickt, der weiß ja schon, worum es hier geht. Ja? Kinders, wir haben auf euch gehört. So, was haben wir denn immer gehabt, bevor wir hier überhaupt anfangen zu schnippeln und zu machen und zu tun? Wie oft haben wir es gehört? Sehr oft. Klar, schmeckt geil, klar, koche ich mir selber. Aber wo soll ich denn diese 10 Zutaten jetzt hernehmen? Ja? Also das ist ja auch wirklich, wie soll ich denn sagen, ich kann das schon verstehen. Wenn ich oft asiatisch zu Hause koche, ne? Und der sich dann irgendwie eine Austernsoße, eine süße Sojasoße, eine normale Sojasoße, eine helle Sojasoße, ein Kochwein, eine Fischsoße, ein Reisessig, ein hellen Reisessig, dunklen Reisessig. Dann, was kann man da noch alles? Da stehen ja 1000 Sachen, ja, die man braucht irgendwie, um vernünftig asiatisch zu kochen. Dann geht es weiter mit Häusin, dann geht es weiter mit, weiß ich nicht, also du brauchst ja wirklich viele Sachen. Und da haben wir drauf gehört und haben gesagt, okay, warum nicht einfach meine Woksoßen fertig machen? Dann ist es gar nicht so einfach, muss man halt auch ehrlich sein. Ja. Ja. Man muss ehrlich sein, das ist nicht so einfach, weil das haltbar machen, ne, ist halt tendenziell ein Problem. Ja? Sind wir gerade im Areal? Tim Müller fragt, ob wir im Areal sind. Ne, wir sind im Studio heute. Er versucht, Stream-Snapper zu machen. Nein, sind wir nicht. Montesa schreibt, auf die Hot Sauce bin ich süchtig, die kommt super schnell im Mund, bleibt aber auch nicht zu lange, perfekte Schärfe im Putz zu genießen. Ja, geil. Und jetzt haben wir uns halt dazu entschieden, und ich habe mir ein Beispiel genommen, an meinem Freund Klaus. Klaus Grill, kennt ihr alle, ne? Eins im Chat, wer Klaus Grill kennt, hundertprozentig. Der hat ja auch eine eigene Gewürzlinie, ne? Und viele Rubs und so, die er macht. Und er bietet natürlich auch immer gleichzeitig an, dass ihr euch die Sachen entweder selber mischen könnt oder ihr kauft die halt bei ihm. Ne? So, das gibt halt, ja, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Admin, Frankie hat eine Frage an dich. Es sind. Es müsste eigentlich im Shop stehen. Müsste eigentlich im Shop stehen, ja. Der Link bringt einen 404-Fehler. Nein, der erste Link, der bringt keinen 404-Fehler. Also der Shop funktioniert. Sie können Partik. Ja mal den richtigen Admin fragen, ob das stimmt. Nee, ich habe es probiert, also der funktioniert auf okay, jeden Fall. Okay, okay, okay. Und perfekt. Der also, zweite Link funktioniert auch. Ihr kennt den Klaus, ne? So, und hier geht es nicht darum, der Papa will nicht reich werden. Ganz ehrlich, wenn ich rückwirkend betrachtet, wenn ich gewusst hätte, wie viel Stress, Arbeit und Geld das kostet, diese Soßen zu entwickeln, hätte ich es nicht gemacht. Punkt. Kann man einfach so sagen. Admin? Ja, mir. Versand auch die Hölle? Ja, sehr. Kann man gar nicht anders also sagen. Also wirklich... Ja? Mir tut jeder leid, der bei der Post oder bei Amazon oder sonst irgendwo arbeitet. Die haben ja noch Hilfe. Mhm. Bei mir ist alles Handarbeit. Handarbeit, also wie immer im Leben. Ja. Ja, ja. Ja. Also, wie gesagt, wir haben natürlich für alle Soßen und Zeugs, was wir euch heute zeigen, wir haben die Rezepte auch parat. Ne, Timmy, du hast alles am Start. Das ist das, was ich auch in den Videos gemacht habe. Die sind natürlich bei uns nochmal einen speziellen Prozess durchlaufen, sodass sie haltbar sind, lange haltbar sind. Ja? Und von daher machen wir es. Niklas, ja, das kann sein, aber gegen Frankfurt gewinnt ihr nicht. So, Roastbeef, Brettcam. Da liegt es schön marmoriert, ne, Admino? Ja, bin gerade dabei. Thomas noch. Sagt auch, der Link funktioniert nicht. Welcher doch, Link ich habe beide Links probiert, also bei mir funktionieren ja. Sie. Es könnte vielleicht an den Geräten liegen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich habe beide Links gerade ausprobiert und ich komme bei beiden Seiten an, wo man hinkommen soll. Also Link funzt. Milliliter steht nirgendwo, sagt der Frankie. Ich bin gerade dabei. Ja, sehr gut. Weißt du noch, wie viel es ist? Ja. Ja? Also der Carsten hat ja, der richtige Admin, hat jetzt mal den richtigen Link gepostet. Ja? Von daher funktioniert schon alles. Okay? So, wenn ihr hinter die Kamera gucken könnt, würdet ihr sehen, dass wir anderes Wetter kriegen gerade. Die Affen steigen nämlich. Was machst du da oben, Alex? So, jetzt ist es drin. Okay. In der Beschreibung steht es drin. Wenn der Kasi sagt, es geht, dann geht's. So, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, was wir machen heute, ist auf jeden Fall, euch mal die neuen Soßen zu zeigen. Mit den dazugehörigen Gerichten. Wenn ihr keinen Bock habt, Soßen zu kaufen, auch vollkommen verständlich. Obwohl, heute gibt es ein Dreier-Bändel für... Was kostet das Ding? 39,90, ja. 39,90. Das ist weit unter Preis. Ja, muss man einfach auch sagen, wie es ist. Dankeschön, deliziös. Ja. Ich trete auch der Konversation gleich wieder bei. Ich will nur gerade, wer beim letzten Livestream dabei war, der wusste ja, da gab es so schöne Einspieler und da, ich bin gerade ein bisschen in Zeitstress. Die wollen ja so ein bisschen in, genau, ein bisschen in Stress geraten. Ne? Ich exportiere es. Der Drug Bunny fragt, wann mal was Gesundes. Gegenfrage, was ist denn nicht gesund an den Gerichten jetzt? Genau, was ist da nicht gesund? Würde ich jetzt gerne mal ein bisschen ganz mal reinschreiben, bitte. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Danach gucken wir dann. Okay, da haben wir es wieder. Wiedewurst schreibt, wenn man über die App geht, funktioniert der Link nicht, weil der Smiley mit eingefügt wird. Das ist ein Fehler, den wir schon mal hatten, Alex. Erinnerst du dich? Ja.
Aber dumm ist der, der zweimal dummes tut. Das ist korrekt. So, das wir erzählen euch nachher noch ein bisschen. Wir fangen ein bisschen an zu kochen, Admin, oder? Zwiebel, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Kochwein, Five Spice. Übrigens, ja, für die Gewürze und Hot Sauce gilt es ja auch heute, ne, Tim? Haben wir auch. Keine Versandkosten werden im Stream. Also, wer nachlegen möchte, ne, der darf sich auf jeden Fall gerne bedienen. Korrekt. So, ich mache mal hier Rindfleisch. Und zwar haben wir hier wunderschönes, ein bisschen trocken gereiftes Roastbeef. Beilchen ist am Start. Ich hau immer mal so ein bisschen nochmal drauf, so wir so ein kleines bisschen plattiert haben. So, und dann gehen wir her und schneiden uns hier schön schräg so ein paar Streifen runter. Ich finde, das ist dann ganz geil. Kannst du nachher dann auch schön mit dem Stäbchen essen. Oder ich bin ja so ein Löffeltyp, ne? Du bist auch ein Löffler eigentlich, gell? So, ein bisschen Stärke brauchen wir gleich noch, Admino. Und dann marinieren wir uns erstmal hier schön das Beef gleich, ja? So, so. Falls ihr Beilchen braucht oder andere geile Messer für die Küche, findet ihr natürlich auch alle Links in der Videobeschreibung. Gehe ich mal von aus, oder Tim? Ja. Bei Heiso. Rabattcode kennt ihr ja alle, steht ihr dabei, oder? Genau. Ihr könnt auch gerne alle mal die Seite aktualisieren. Die Smileys sind jetzt raus und die Links müssten jetzt alle funktionieren. Jo, könnt ihr auch machen. Tim, mach aber nochmal die Pfeile auch raus. Ich glaube, die sind genauso Smileys. Ja, das ist genauso ein Quatsch, diese Emojis da im Link. Ja? So, schön geschnitten, Admino. Guck mal, beim Rindfleisch, wir machen hier Rindfleisch mit Pilzen heute. Wir haben uns dazu so ein paar Shiitake eingeweicht. Haben wir schon in Streifen geschnitten, Brettcam. So sehen die aus. Und mehr brauchst du gar nicht. Du brauchst Zwiebeln, du brauchst Rindfleisch und wir marinieren uns so ein bisschen das Fleisch. Ja? So, Wok steht auf. So, jetzt marinieren wir hier ein bisschen. Und das ist tatsächlich auch so ein Gericht, wo du einfach gar nichts mehr weiter dazu brauchst. Ne? Pilze, Zwiebeln, geiles Gericht. Weißt du, was auch gut passt? Brokkoli. Mhm. Brokkoli auch nice, ja, kann man gar nicht anders sagen. So, was wir uns dran machen, ist ein bisschen Five Spice Powder. Kennt ihr das Produkt eigentlich schon? Haben wir da noch einen Spieler vom letzten Mal? Nicht geladen, nein. Nicht geladen, ja. Ich mache ein bisschen Five Spice dran. Nicht viel, weil die Soße hat es auch schon, ne? Aber ich stelle es mal hier vorne hin. Es gibt es auf jeden Fall auch bei uns im Shop. Das ist das geile chinesische 5-Gewürze-Pulver. Ich sag, Admin, was sagst du? Ich sag mindestens dreimal so ergiebig wie das handelsübliche. Wegen der Qualität halt, weißt du, vom Geschmack. Das Five Spice. Und sogar noch besser. Ich habe das jetzt letztens erst verglichen. Unseres ist feiner gemahlen. Ja. Und man braucht dann nicht mehr so viel. Bringst halt mehr Power rein. Genau. Ne? Ja. Hast du noch ein bisschen Meat Booster am Start? Ja. Sehr schön. Weihnachtsmarktvideo, ja. So, oh yeah. Meat Booster. Geht auch ein bisschen dran. Ne? Meat Booster knallt eh alles weg. Den werden wir heute noch ein paar Mal brauchen. Wer sich den Meat Booster selber machen will, Tim, haben wir nicht mal irgendwo die Zutatenliste hingeschrieben jetzt auch schon? Beim letzten Mal. Nee, hingeschrieben haben wir sie nicht, aber man kann im Shop einfach gucken. Man kann im Shop gucken, unter da stehen die Zutaten drauf. Genau. Das Rezept für die Gewürze werde ich, ja, keine Ahnung, irgendwann auch mal aufschreiben. Wenn die Webseite online geht. Ich kann das, ich schicke mal den Meat Booster rein und dann könnt ihr da die einzelnen Bestandteile auch raussuchen. Ja. Wenn ihr das so, ein bisschen möchtet. Kochwein. Teelöffel, sag ich mal. Ja, viel mehr muss nicht sein. Und dann machst du mir gleich mal ein Löffelchen Stärke drauf, Admino. Mhm. Ach, weißt du, was wir normalerweise, was wir hier noch alles reinschütten müssten? Das wäre krass, gell? Ja. Da muss noch Soja hin, da muss noch alles Mögliche hin. Das brauchen wir heute alles gar nicht. Ne? Wir haben die Einspieler jetzt übrigens ready. Also, ja, einen. Noch brauchen wir das schon. Eine kleine Vorschau. Vielleicht ist es nur so groß, weil wir müssen mal schauen. Wollen wir es mal testen, den Einspieler? Wollt ihr mal sehen, was es alles gibt heute? Ja, zeig mal. Dann testen wir jetzt mal das Paket, mal schauen, was wird. Was wird? Oh, sieht gut aus. Gut, das will ich auch Glück sehen. Gehabt. Ich würde es auch sehen. Schnell den Ton ausmachen. Schnell auf den Stream drauf. Ah ja, Werbung. Der dürfte gleich kommen. Ja, funktioniert. Super. Jetzt wollen wir ihn auch sehen. Es regnet es bei euch zu Hause auch so? Ja, hier fängt es gerade gut an. So, jetzt gucken wir mal. Ah, Latenz ist da. So, wir gucken mal. Sehen die nicht geil aus. Das sind aber die großen Flaschen, ne? Nicht zu verwechseln. Ey, wir könnten ja mal. Du kannst ja die Soßen eigentlich schon mal nach vorne stellen, Admin. Ja. So, guck mal hier. Jetzt haben wir überall ein bisschen Stärke dran. So, und was wir jetzt machen, wir geben den Wok auch schon mal auf Power. Pflanzenöl rein. Übrigens an alle, die vorhin das Problem hatten, dass der Link nicht funktioniert hat. Jetzt gerne nochmal probieren, jetzt haben wir die Emojis rausgenommen. Also jetzt müsste das passen. Sehr schön. Und eine Hot Sauce auch noch. Ach ja. Damit wir die
mal zeigen können, dass die auch viel größer sind. Ne? Da ist um einiges mehr drin. Scan hier ab. Mike ist seit einem Monat dabei. Vape on. Wegt er nicht ausnahmsweise. 800 ja. Zuschauer bei dir, Bernd. 800 Zuschauer? Mhm. Okay, da müssen wir was Oranges kochen. Jetzt geht ja gar kein Weg mehr dran vorbei. Ja. Der Mike schreibt Hallöchen, er ist beim Austrang 100. auch alleine. Also Wer? Er versteht meine Problematik. Wer? Der Mike. Der Mike. Der Mike Schröter. Ein Wokbundle Hot Sauce incoming, Mike. Schreibt der Marco. Ach so, wir müssen auch dazu sagen, wie viel Einheiten haben wir? 120 oder so nur, gell? Ja. Also ist begrenzt, ne? Aber so 120 Stück haben wir, mehr haben wir nicht. Ne? Also wer Woksoßen probieren will, schmeißt die euch schon mal in den Warenkorb. Ja, so, voll. Heißes Fett haben wir. Wok steht auf Vollgas. Rindfleisch zeige ich euch mal noch mal ganz kurz hier. Auf der Herd... Wie heißt denn die obere Cam? Ja, das ist die Top-Herd-Cam. Top-Herd-Cam. Das ist die Herd-Cam. Okay, geht also, jetzt hier rein. Haben wir den Wok-Spachtel schon mal? Und das warum Ding habt hier? Ihr so ein Lachflash gehabt? Das können wir tatsächlich nicht sagen. Für die Leute, die ganz aufmerksam sind, die werden es herausfinden, warum vermutlich. Aber das können wir nicht sagen, weil... Ja. Schwierig. Macht man eigentlich nicht. Wie lange habt ihr an der perfekten Rezeptur für die Soßen gebraucht? Viele Liter. Ja. Und einige Biotonnen. Hat sich Sido schon gemeldet? Ja. Sehr unglücklich, genau als wir den Stream beendet haben. Als wir den Stream beendet haben, hat er mir eine Nachricht geschickt. Ja. Sogar ein Video, oder nicht? Tatsächlich, er hat mir ein Video geschickt. Ja. Und das Video kannst du aber, ich würde es euch so gerne zeigen. Aber er hat ja gesagt. Also fassen wir mal zusammen. Er hat ja gesagt, wir machen was. Er hat aber leider Gottes, kannst du das bei Instagram nur einmal oder zweimal abspielen, dann war's das. Ja? So, leider. So, seht ihr, was hier los ist? Rindfleisch wird schon schick. Riechst du es, wenn so ein Meatbooster losgeht? Das ist einfach so. Ach, dann könntest du die Kanton-Soße eventuell woanders, vielleicht eins rüber, weißt du, auf die andere, die Kanton? Die Kanton, bitte. Ja, und jetzt woanders, nee, auf die andere Seite. Weil sonst steht die in der Brettcam. Das ist nicht so. So geht's, oder was? Nice. So ist ein bisschen besser, ja. So, Admin, Zwiebel machen wir natürlich, gell? Mhm. Die schneiden wir uns hier in so Spalten. Die würden sogar gehen. Die gehen, oder? Ja, wir braten die auch nicht so lange. Ey, ich liebe das Beil, ne? Kannst du nicht anders sagen. So geil. Wer von euch hat denn alle schon Wok zu Hause eigentlich? Eins im Chat, wer einen Wok hat. So, Achtung, ich drehe. Gehen wir mal richtig Power drauf. Es funktioniert einfach gut, ne? Kannst du nichts anderes sagen. Und vor allem, ich sage dir ganz ehrlich, ne, ich mache es jetzt zu Hause auch nicht mehr anders. Ich habe jetzt auch meine Soßen, ich meine, ich musste die oft essen und ich finde die Kantonsoße immer noch brutal geil. Immer noch brutal geil. Ja? Grüße zurück. Chat, machen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal Fragen und so weiter. Ne? Sammelt mal die Fragen gerne, stellt die uns nachher nochmal. Da siehst du, wo die Woks unterwegs sind. Ja. DJ Flower, auch wieder da. Ja, freue ich mich. So, guck mal her, Timmy. Sieht das nicht geil aus? Hier ist auch noch ein schöner Kommentar. Lieber Bernd, wollte nochmal Danke sagen, dass du mir die Furcht vor Glutamat genommen hast. Heute mit dem Produkt gekocht, Bombe. Ich sag's euch doch, Kinder. Ja, der Alex hat ja schon ein sehr geiles Video dazu gemacht. Vielleicht hat er nachher nochmal die Möglichkeit, das reinzuschicken. Ja? So, Rindfleisch ist da. Jetzt geht's weiter. Wok ist brutal heiß. Gehen wir wieder runter auf 9. Und jetzt gehen die Zwiebeln rein. Das Gericht heißt Pilze und Zwiebeln. Rindfleisch und Pilze und Zwiebeln. Und viel mehr ist es gar nicht. Ja, wir haben einen Abzug. Den haben wir aber aktuell nicht an, weil der... Ja, läuft gar nicht. Ja! Ne, der heißt wirklich Admin. Der richtige Admin heißt Carsten. Wo steht das denn? Alter, bei Deliziös. Schwierig, immer hin und her zu gucken. Immer, gell? So, Zwiebeln schön anbraten. Und auch die Zwiebeln kriegen von mir ein bisschen Meatbooster, sag ich ehrlich. Ja? Ich muss mich mal dran gewöhnen, welche Farben es sind. Hattest du am Anfang auch einen Tennisarm beim Hoffmann-Wok schwenken? Nee, tatsächlich nicht. Ich finde den total gut. Aber auch da könnt ihr gespannt sein, für alle, die der hier zu schwer ist. Der Januar kommt, sag ich euch. Der Januar kommt und wir bleiben ja nicht stehen, sondern wir entwickeln uns ja auch weiter. So, ich mache hier nochmal einen kleinen Schluck Öl rein. Das brauchst du da tatsächlich. Und dann braten wir uns mal schön die Zwiebeln an. Abin, wie wollen wir es denn jetzt machen? Wollen wir die offene Flasche schon nehmen oder? Welche brauchst du denn? Naja, die Kanton. Die Kanton. Der Abzug ist oben. Ja.
Also wie du magst. Oder wir machen... Können Sie auch machen, gell? Ja. Kanton Boxhose, guckt euch an. Ist nicht geil geworden. Ja, Mann. Bernd, könntest du mal ein Video dazu machen, wie man aromatisierte Öle? Ja, das können wir machen. Wenn ihr Bock drauf habt. Guck mal, wie geil die Zwiebeln sofort werden hier. Ne? Mhm. Die gehen aber dann so, wenn die in der Größe so gehen. Ja, da habt ihr noch Zwiebelprobleme, ernsthaft im Leben. Ja, kann man ganz anders sagen. Soll ich die schon aufmachen oder möchtest du sie aufmachen? Mach's mal auf. Guck mal, das ist jetzt, zum ersten Mal machen wir die fertige Soße auf. So, ja, wie sie in den Shop kommt. Ja? Kann ich sie schon aufmachen? Sind wir auf der richtigen Cam? Wir sind auf der richtigen Cam. Was ist denn die richtige Cam? Die da. Dann ja. Dann ja. So. Sehr geil. So, und jetzt kommt nämlich das dicke Ding. Ich meine nicht den Admin. Danke. Alter Sack! Ey, wir sehen uns nachher wieder. Komm wieder, es gibt geile Sachen zu sehen. Mhm. So, das Schöne dabei ist, Admin, du kannst mir schon mal einen kleinen Messbecher mit Wasser, warmem Wasser hinstellen. Mhm. Weil es ist ja das Geile bei der Kantinsoße, die ist ja, wie soll man sagen, die ist ja ordentlich konzentriert. Ja? Obwohl, ne, wir brauchen kein Wasser, wir nehmen hier das Pilzwasser. Ja. So, schüttet dieses Wasser, was ihr da irgendwie hier für das Einweichen von den Pilzen, da schreiben wir mal alles, schüttet es weg. Ich sag, ihr braucht es nicht wegschütten. Ja, zack, rein damit. Da ist ja der ganze Geschmack drin. Ja, da ist Power drin, aber da soll ja auch alles an Pestiziden und was weiß ich was drin sein, ja. Weißt du? Ja. Aber ich sag dir ehrlich, wo fängst du an, wo hörst du auf? Guck, wie geil das jetzt schon aussieht, Timbo. Haben wir gleich ein bisschen Koriander oder Frühlingslauch oder sowas für? Frühlingslauch haben wir. Mal zwei Stangen Koriander Frühlingslauch. Haben wir auch. Ja, Frühlingslauch, gut. Timbo hat Hunger. Aber sowas von. Hä? Aber sowas von. Aber sowas von. Ich noch nichts Warmes gesehen. Was? Ja. Frechheit. Da fragt einer, wie lange haben die denn TÜV bzw. Haltbarkeit? Die war ewig. Die sind ja pasteurisiert. Die jetzt im Shop sind, sind haltbar bis 12.03.2025. Ja, also wer die nicht loskriegt, der weiß es auch nicht. Wir haben lange daran getüftelt, dass wir das so lange haltbar machen können. Wir haben es jetzt auch nicht neu erfunden, aber das Verfahren, das zu pasteurisieren, ne, das war nicht einfach. So, Rindfleisch rein. Dann geht das hier nochmal mit durch den Wok. Guck mal, wie geil das aussieht, Alter. Schön. Die machen wir uns auch gleich hier oben drüber ein bisschen. Von denen schneiden wir uns jetzt noch ein paar mit rein. Damit wir ein bisschen Farbe haben. So, jetzt pass auf, jetzt nehmen wir die Kantonsoße. Und die brauchen immer so einen Augenblick, bis wieder Heinz-Ketchup, gell, bis die rauskommt. Und dann geht's los. Und dann ist aber eigentlich auch das Geile, wenn du sie erwärmst, entwickelt die eigentlich hier volles Potenzial. Ich habe jetzt aber auch schon Leute gesehen, die dippen da ihre Käse-Lauchstange rein. Alter, ja, das war der Hammer. Ha? Das war geil, gell? Hörst du? Halbe Flasche hier auf den Bock, würde ich sagen. Mehr brauchst du ja nicht, ne? Also da kriegst du locker zwei fette. Und hier, wie viele Leute essen hiervon? Normale Menschen mit Reis? Drei. Ja? Zwei bis drei Leute können davon essen. Oder halt einer, wenn er stabil ist. Ne? So, wie viel haben wir jetzt drin? Nicht mal halbe Flaschen. So, und jetzt schränken wir es mal durch. Und eigentlich, ne? Lass mal auf. Und eigentlich ist die jetzt schon fertig. So, wer jetzt aber so ein bisschen, weil die ist schon abgezogen, da ist schon alles dran erfüllt, da ist der Geschmack am Start. Aber wer jetzt noch ein bisschen verlängern will, der geht einfach hin, macht sich ein bisschen Brühe drauf, mal ein bisschen Einweichwasser mit drauf. Und dann kochen wir das hier alles nochmal auf. Und das Schöne ist, man kann sich da selbst dosieren. Ne? Und guck mal, was da für ein Aroma rauskommt jetzt. Guck mal, wie geil das aussieht. Das ist Wahnsinn, wenn du mich fragst. Es riecht schon sehr, sehr gut im Raum. Bitte was? Es riecht schon sehr, sehr gut im Raum. Ja, ist gut, gell? Das ist schon beeindruckend. So, und es sieht auch top aus. Und ich kann es euch halt empfehlen, ihr könnt es quasi mit der doppelten Menge Wasser immer noch ein bisschen verlängern. Ihr müsst nicht, je nachdem wie intensiv es sein soll, aber es geht auf jeden Fall. Ne? So, jetzt haben wir hier geiles Rindfleisch und Zwiebeln. Wolltest du ein bisschen Reis? Ja, schon dabei. Auf geht's, Admino. Mach uns doch ein Schälchen Reis dazu. Hier, schon dabei. Okay. So, Tim, wir richten an. Sehr gut. Geh mal aufs Brett. Und, ey, guck mal. Keine Soße zusammenrühren, kein nix, kein gar nichts. Ne? Einfach fertig. Zack, auf den asiatischen Teller. Schon sieht's aus wie beim Chinamann, oder? Ein bisschen ordentlich anrichten hier. Heiß ist es. Haha. Hört mal Schmaus. Das war die Kanton, oder? Das ist die Kantonsoße, ja. Die benutzen wir natürlich. Also, ich sag mal so, ich habe da Kanton draufgeschrieben.
weil die natürlich den kantonesischen Style hat. So, ich sag dir, das ist diese ganz klassische dunkle chinesische Soße, die jeder liebt. Ja, weil es gibt ja immer, Alex, kennst du das doch, weißt du, auch bei den gebratenen Nudeln, dann fragen die dich immer, so, was willst du denn drauf? Die dunkle Soße, die dunkle ist ja auch schon gut, die immer haben, aber das hier, die ist halt in Perfektion. Ne? Also ich sage auch nochmal, wer auch keinen Bock drauf hat, sich die zu kaufen, was ich auch vollkommen verstehen kann und auch nicht muss, wenn er Bock hat, sich selber zu mischen, was ich auch empfehlen kann tatsächlich. Tim, schick ihm mal den Link von der gebackenen Ente. Das ist das richtige Rezept. So, machen wir ein bisschen Sesam drauf, Amino. Mhm. Welchen willst du haben? Welchen du hast? Hell, ja, beide. Dunkel, alles. Bernd, ich habe hier eine Frage. Warum gibt es Sojasoßen für 200 Euro? Wo ist der Unterschied zu den günstigen? Das ist wie beim Balsamico-Essig. Ne? Die ist dann gereift. Okay. So, jetzt hier. Timmy, wo hatten wir denn jetzt quasi den schönsten Close-Up? Wo kriegen wir denn den hin? Weil ich will einfach... Ich will einfach, dass es rüberkommt, wie geil es auch aussieht. Ich muss selber gucken, komm. Ich will, dass ihr das genau seht. Ich will gucken. Ich sehe es leider hier vorne nicht, deswegen muss ich einmal um die Ecke laufen. Digga. Schaut schon sexy aus. Also ganz ehrlich, Kinder. Schreibt mal jetzt in den Chat rein, bevor wir irgendwas probieren. Ich will einfach nur mal, dass ihr die Optik bewertet. By the way, es sind fast 1000 Zuschauer, ne? Fast 1000. Ja, gerade eben stand bei 970. Man kann natürlich so einen Stream kann man auch teilen mit seinen Freunden. Ne? Mhm. Gute Zuschauer machen sowas, muss man ja auch einfach klar sagen. Der Mike Schröder haut noch 2 Euro raus. Ja. Mike, danke dir! So, jetzt will ich sehen, was der Chat schreibt. So, Chat. Die Rezepte gibt es in dem Fall tatsächlich alle zum Nachmachen, weil es davon schon Videos gibt. Genau. Ich habe gerade die gebackene Ente beispielsweise. Die gebackene Ente, das ist die Soße. Das ist hier, die Kantonsoße ist aus der gebackenen Ente. Sieht man das schön, Tim, hier gerade? Drehen zu mir? Ja. Das ist Optik 10 von 10, 9 von 10, sagt er. 9,5 von 10. Okay. Kritisches Publikum. 1. 910, Legende direkt. Ist jetzt die höchste. Sehr schön, Kinder. 15 Sterne krieg ich. Guck. Kinders, ihr dürft probieren. Ich komme zum Essen, natürlich. Ja, ich probiere zuerst. Nein. Nicht, dass ihr nachher sagt, schmeckt scheiße. Nein. Mein Lieblingslöffel erstmal holen. Was habe ich denn hier für einen Vorspeisenlöffel? Ja. Deswegen habe ich mein Lieblingslöffel. Ich Gabel. Gabel. Ey, ich sag dir was, gell? Dann habt ihr noch mehr Löffel übrig gleich. Ja. Boah. Alter. Komisches Pikachu, das zu viel Geld hat. Das ist mal ein Username. Ja, das ist die heftigste Kleidung, die ich jemals gelesen habe, glaube ich. Alex, ich bin gespannt, was du sagst. Ich habe vorhin ja einmal kurz mit meinem Finger reingedippt. Also in die du Soße. Du musst ja nur mit dem Finger mal rein. Aber. Worin wurde der Reis gekocht? Frage für einen Freund. Die Frage gebe ich an Alex weiter. Alter, komm, probieren jetzt. Ja, ich komme. Ey, weißt du, was mich jetzt schon nervt? Ja. Es ging zu schnell. Es geht einfach zu schnell. Du brauchst nichts mehr mischen. Guck mal, Fleisch schneiden, ein bisschen marinieren, rein, zack, Zwiebel drauf, tschüss, Feierabend. Also okay. Stream vorbei in 10 Minuten. 10 Minuten hast du schon Essen. Ja? Und ich habe mir schon Zeit gelassen. Da ist ein Löffel. Ja. Okay. Das ist krass. Ja, oder? Das ist halt einfach keine gefälschte Meinung. Gabel, Löffel. Wir sind halt Köche, wir nehmen immer Löffel. So. Gabel gibt's hier unten. Erste Schublade. Danke. Während er Gabeln sucht, esse ich weiter. Tim, das ist noch eine Frage für dich. Wo denn? Außer der Kanalmitglied kann man sonst noch was spenden. Ich finde diesen Kanal toll. Den meinst du? Mhm. Danke, Viktor. Oh. Erstmal vielen Dank, dass du Doni machen willst. Es gibt Super Chat Sticker, die man machen kann. Da wird deine Nachricht hervorgehoben. Du kannst dir quasi einen Betrag auswählen, mit dem du uns unterstützen möchtest. Oder du kaufst dir einfach Soße. Ist geil. Hm? Ja? Super geil. Beim Soßen kaufen hast du halt auch noch mehr davon. Ey. Also selber was davon. Das ist halb Soße, halb Wasser. Kannst dir vorstellen, wie krass die wird, wenn du die pur nimmst. Wie viel ist da jetzt drin? Das, danke. Menge? Das ist jetzt, guck mal, von der Flasche her, das hat sich jetzt gesetzt. Das ist ein Drittel gewesen. Ein Drittel auf die Menge. Das ist ein Drittel. Nicht mal ein Drittel atmen, guck mal. Nö. Das ist. Ich sag, gut. Du kannst 4 solche Woks mit einer Soße machen. Und vor allem, was haben wir vorhin festgestellt? Guck mal, ich habe vorhin geguckt. Ja, kein Hate, doch ein bisschen in Richtung Uncle Ben's. Ja? Ja.
Die machen ja diese Gläser. Das ist ja eine, ein Wok, so ein Glas, ja, oder? Ja. Aber die sind ja bedeutend günstiger. Kostet ja 10 Euro weniger wie diese Soße. Aber jetzt haben wir vorhin mal auf die Zutatenliste geguckt. Was ist der Hauptbestandteil von dieser Soße? Wasser ist, glaube ich, der erste Punkt. Wasser. In unserer Zutatenliste steht kein Wasser. Also da sind Soßen drin. Deswegen auch der etwas höhere Preis. Aber wie gesagt, Kinders, ihr müsst nicht kaufen. Ihr könnt es euch auch einfach selber mischen. Ne? Ich kann sehr gerne mal vorlesen, was bei uns drin ist. Mhm. Also bei uns ist an erster Stelle Sojasauce, süße Sojasauce. Dann kommt die dunkle Sojasauce, Heusensauce, der Kochwein, ein dunkler Balsamico-Essig. Dann kommt Ketchup, brauner Zucker, Chicken Powder, Austernsoße, Maisstärke, Sambal Oelek, Five Spice. Und MSG. Und etwas MSG. Ja, hast du gerade Sambal Oelek gesagt? Oelek, ja. Oelek. Oelek. Deswegen. Klar. Wow. Also Wasser ist halt überhaupt nicht drin bei uns. Guck mal. Das kam erst im Nachhinein. Guck mal, die Schweiz. Wo ist meine Maus? Victor, hier? Du geiler Typ, Alter. Victor Weber. Victor haut einfach 20er raus. Franken. Schweizer Franken. Das ist ja mehr wie Euro. Victor, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Woher kommst du aus der Schweiz? Ich kenne noch nicht alles, aber ich kenne ein bisschen was in der Schweiz. Mmh. Ey, geil, Alter. Also, ich möchte jetzt mal von den beiden Menschen, die da hinter dem Bildschirm sitzen, da, von uns hier, ich will jetzt mal ein ganz ehrliches Fazit. Und jetzt ohne Arschlecken. Ja. Mit allem drum und dran. Wie krass ist das? Oder ist es überhaupt nicht krass? Oder mal sehen, was die anderen können. Oder ich will mal ganz ehrliches Feedback haben von euch. Also ich finde sie sehr geschmacklich intensiv geil. Also hat alles voller, also, aber genau das ist ja das Ding so. Wenn ich jetzt an eine China-Soße denken würde, dann ist genau alles da, was ich mir vorstelle. Für meinen Geschmack persönlich hätte ich vielleicht sogar das, ich hätte es vielleicht ein bisschen weniger, also ich mag es, wenn es noch ein bisschen mehr, wie sag ich Power? Ja, noch ein bisschen mehr Power würde ich mir wünschen. Also einfach einen Schluck weniger Wasser rein, sagst du? Genau, aber vom Geschmack her total geil ausbalanciert und alles so das, was ich mir von der klassischen Asia-China-Pfanne her wünschen würde. Geil zu dosieren aber auch eigentlich, ne, wenn du mich fragst. Jo. Kannst einfach so lange Wasser dazu schalten, wie du es haben willst. Also abnehmen. Ja. Du kannst auf den Link, Philipp. Hey, Christian. Du kannst auf den Link ganz oben klicken, da kommst du zum Set, ist aktuell runtergesetzt. Auf Thorsten 39. Hat auch schon wieder eine 404. Special. Kann eigentlich nicht sein, ne? Nee, tatsächlich nicht. Naja, doch, weil, schau mal, du hast oben noch das angepinnt. Ist noch mit den Emojis nur angepinnt. Ah! Timberland. Okay. Ja, okay. Armin. Mhm. Einmal sauber. Mhm. Und dann machen wir direkt weiter. Das lassen wir direkt hier stehen. Friteuse, hast du schon am Start? Ja, gleich. Perfekt. Mein Vorschlag an dich wäre ja, was kochen wir als nächstes eigentlich? Wollen wir Lachs machen? Ja, können bitte. Wir machen. Na? Okay. Doxy fragt, liefert ihr auch? Liefern, ja klar. Der Thomas haut 22,99 Euro raus. Ey, FFM Katz, du auch, 2,50. Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Freund. Danke, danke, danke. Darauf erst Thomas, eine Zwiebel. Auch dir vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, ihr habt euch Soße gegönnt. Nico, ich habe keine Dings genommen. Ich habe das Einweichwasser von den Pilzen genommen, hier in dem Fall, da ist auch Power drin. Aber ja, eine Rinderbrühe oder irgendwas anderes. Also alles ist besser als Wasser, weil Wasser schmeckt nach Wasser. Das muss man auch klar sagen. Ja? Das Einweichwasser von den Pilzen hat man rausgeschmeckt. Was? Das Einweichwasser von den Pilzen, das hat man auf jeden Fall rausgeschmeckt. Findest du? Ja. Aber es ist ja bei dem Gericht, was ich aus glaube, zwei... Ich glaube, dass das der Pilz war. Ich glaube aber bei dem Gericht, was aus zwei oder drei Komponenten besteht, also in dem Fall Zwiebeln, Pilze und Rindfleisch, ist ja nicht verkehrt, wenn es nach Zwiebel, Pilzen und Rindfleisch schmeckt, oder? Ja, Currywurst wäre auch gut. Ja, Doxy fragt, warum kann man die Kantonsoße nicht einzeln bestellen? Er beantwortet die Frage einfach. Ja, genau, das ist ja ein Pre-Drop sozusagen, das Bundle. Und die anderen werden nachkommen, aber jetzt gerade als allerersten Drop haben wir uns dafür entschieden, erstmal das komplette neuen Soßenpaket sozusagen anzubieten. Das aber eben heute versandkostenfrei, während der Stream läuft und allgemein nochmal reduziert. Brauchen wir den mal? Ein guter Moment, um zuzuschlagen. Ja, Mann. Grüße nach Hamburg zurück.
Food Guide in der Schweiz, das ist ja auch schon ganz geil. Alex, haben wir eigentlich vorgehabt, ne? Ja, tatsächlich. Ey, wir wären fast mal nach Zürich. Ja. Fast. Stimmt. Ja. Aber hat dann nicht geklappt. Naja, es war kurz die Überlegung, ob wir Straßburg abbrechen sollten. Ja, weil Straßburg einfach in der Recherche schon so scheiße war, ne? Kann man gar nicht anders sagen. Es hat sich sehr viel spontan noch verändert. Aber es war ja auch mal eine andere Form von Video, war gut. Am Ende haben wir Glück gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut, Admin, weiter geht's. Ja, Lachs. Ein Moment, ich brauche noch eine Zwiebel. Wir machen Teriyaki als nächstes. Was? Ich brauche noch eine Zwiebel. Ey. Teriyaki kann ich euch auch mal zwei Videos in die Kommentare reinhauen. Da könnt ihr einmal das Teriyaki Chicken und einmal Teriyaki Lachs anschauen. Tim, wunderst du dich nicht, dass er einfach eine komplette gebratene Zwiebel gefressen hat jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Ey, guck mal, ich habe jetzt schon fünfmal gesagt. Ich hätte gedacht, dass er aussortiert. Nein, ich habe ihm jetzt schon fünfmal gesagt, er soll die Zutaten holen, damit wir weiter streamen können. Nee, er frisst Zwiebeln. Ja. Mit muss man nicht verstehen. Mit Meat Booster geht alles, hat er recht. Meat Booster. Wer von euch hat Meat Booster schon daheim? Schreibt mal rein, wer hat es probiert und wer hat es geschmeckt? Die Zwiebel brauche ich noch nachher. Was machen wir? Also ich habe einen daheim. Lachs. Ich habe sogar einen im Auto. Nein, das ist kein Scheiß. Ey, wenn ich jetzt eine Kamera hätte. Mittlerweile schmeckt auch Meckes. Ey, wie kriege ich das hin? Ich habe die in meiner Mittelkonsole. Da im Getränkehalter drin. Nein, Rob, du bist mittendrin. Ja, kein Scheiß. Liefern wir in die Schweiz? Ja. Können wir. Dann müsstest du... Oliver Maas. Jetzt nur eine E-Mail schreiben. Und hoffen, dass nachher noch was da ist. Und... Ich würde jetzt eine zurücklegen. Schwierig. Falsche Versprechung gemacht. Einfach schwierig. Gib mal was, wo ich den reinlegen kann. Sprich nur für dein Essen, wenn Admin nicht aufhören kann. Da hast du wohl recht. Ja. Was brauchst du? Was darf ich? Ja. Eigenwerbung. Obwohl, wir können ihn direkt aufs Ding legen, aufs Backblech. Jo. Und dann macht ihr mir den mittleren Ofen schon mal auf 200 Umluft, bitte. Ja. Boah, das ist auch geil. Ich liebe das Ding. Michael hat heute das Schnitzel damit gewürzt. Ja. Weißt du, was ich mal ausprobiere? Ja. Banane. Mein Rührei. Rührei mit Meat Booster. Es geht alles mit Meat Booster. Ich glaube auch. Ich sag dir ehrlich. Ich werde es ausprobieren. Guck mal, was ich jetzt gerade mache, mit dem Hoffmann-Backblech hier. Ja. Der Lachs, wenn du den jetzt auf der Haut da drauf legst und der nachher noch da runter geht, dann ist das Ding komplett geisteskrank. Ich mache kein Fett drunter. Wie viel Grad möchtest du haben? Habe ich eben gesagt. Wer weiß es noch? Schreib's in den Chat. 200. Ich war auf die Zwiebel konzentriert. 200 Zwiebeln, bitte. Ja. Oh, sehr gut. Da sind noch die Gräten drin. Ich bin begeistert. Während Iholik fragt, guckt ihr auch privat gerne Kochshows, Five Star Chef, Netflix oder seid ihr genervt davon nach der Arbeit? Fast nur gucke ich Kochshows, aber auf YouTube überwiegend. Ich tatsächlich auch, ja. Der Christian Bruder haut 2 € raus und feiert den ersten Supersticker im Livestream. Christian, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Supersticker hatten wir aber schon ein paar, oder? Ja, aber von ihm. Das, ich glaube, jeder kriegt dann immer seinen Reward, wenn er das erste Mal ein Superstar ist. Ah, wir feiern das. So, guck mal hier aufs Brett. Und der Francis Schubert, der haut einen Supporter auf jeden Fall raus als Kanalmitglied. Herzlich willkommen als Supporter. 10 von 10. Wann kommt Lapskaus mit dem Bärentwist? Kommt. Ich erzähle euch gleich, was wir noch geiles Salz, bitte. Der Mario und den dritten Supersticker, 2 €. Achso, hast du gerade vorgelesen. Danke, Mario. Bisschen umgebaut hier. Der Tommy hat gerade den Meat Booster mitbestellt. Schlau, also, schlau, absolut. Weil ist ja kein Versandkosten. Nee, absolut. Also, so, hier. Also, Lachs wird gesalzen. Einfach hier mit einem schönen, flockigen Meersalz. Und dann ist tatsächlich, ich gebe zwei Sachen, wie ich meinen Lachs gerne zubereite. Die Caro kennt eine davon. Eine ist aus einer Marinade mit Miso und Honig. Finde ich sehr, sehr geil auch, ne? So auf der süßen Seite. Und ich mache gerne Teriyaki-Lachs. Ich brauche ein bisschen Teriyaki-Soße in der Schüsselchen hier. Ja. Und ich brauche den Pinsel. Armin, du hast sie gekocht, du darfst auch die Teriyaki-Soße öffnen. Nein, Erik. Okay. Der Thorsten haut 60 € raus. Thorsten Gerhard. Wo macht der sowas? Thorsten, danke. Thorsten. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke, Thorsten. Gerhard, ich glaube, einer Thorsten. Rekordspende würde ich jetzt mal behaupten. Vielen, 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 vielen Dank. Nein, ich hoffe, du hast dir auch ein paar Soßen gegönnt. Ja? Carsten haut 10 Tommy! Mitgliedschaften für den Kanal raus. Das ist ein richtiger Admin, Junge. Ja? Vielen Dank euch beiden. Dankeschön, Carsten. 10 Mitgliedschaften. Guck mal, wer jetzt alles Mitgliedschaften hier absahnt.
Da habt ihr auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Danke, Carsten. Danke, danke, danke. Stark, Leute. Ganz stark. So macht Spaß, gell? Das kann man gar nicht anders sagen. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Dankeschön. So, mach's auf. Guck mal. Gut verschlossen. Gut verschlossen. Jetzt. Ja, ist wichtig, dass sie gut zu sind. Also kauft eure Soßen nicht, die gehen nicht auf. Kauft die auf gar keinen Fall. Man kann die nicht. Halt, da hast du geschüttelt vorher. Ja, habe ich. Du hast doch selber draufgeschrieben. Vor Gebrauch gut schütteln. Ja, habe ich. Okay. Die Jasmin haut auch 5,99 raus. Jasmin, 5,99. Vielen, vielen herzlichen Dank, Jasmin. Reicht das? Das ist erstmal zu wenig. Ja, dachte ich mir. Danke, reicht das. So, Kinder, was wir jetzt machen ist, Thorsten hat nicht nur die 60 Euro gespendet, sondern sich auch noch die drei Soßen bestellt. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Ehrenmann, so wird's gemacht. Ja? Berichte auf jeden Fall, wie es war. So, jetzt fangen wir hier an. Oder wie sie sind. Jetzt schon mal Teriyaki-Soße oben drauf zu machen. Und das Ziel ist, dass wir diesen Lachs hier schön damit glasieren, damit er gleich so einen geilen Lack kriegt. Nicht zu viel. Wenn es runterläuft, karamellisiert es und verbrennt am Ende. Da ist Zucker drin. Ne? Ich meine, Teriyaki-Soße kochen ist kein Hexenwerk. Tim, auch da kannst du schon mal das Teriyaki-Lachs-Rezept reinschicken einfach. Oder einfach den Link zu unserer Teriyaki-Soße. Damit die ja, Leute wir haben die Videos, hier schicke ich sie nochmal rein. Damit die sich das einfach nachmachen können. Ja, so. Haust du dir immer noch Zwiebeln rein, Admin? Mhm. Okay, das gibt's gar nicht. Wenn ihr jetzt da drüben schmatzen hört, die ganze Zeit mit Küchenrolle und Ähnlichem und seinem Bart, dann liegt es daran, dass er die restlichen Zwiebeln weghaut. Eine gute Zwiebel. Das sieht man nur einmal alle Jahre. Das sieht man auch nicht allen Tagen. Ja. Gott sei Dank ist das Jahr bald zu Ende. So, jetzt haben wir hier einfach nur ein bisschen Salz drauf. Admin, ich würde sagen, wir schieben es jetzt einfach mal so in den Ofen und dann holen wir so ein bisschen Gemüse, ja? Der geht jetzt, 5 Minuten geht er rein. Uiuiui, fast umgefallen. Ja? Der Nico Thomas hat die Frage, werden in China-Restaurants auch aromatische Öle zum Braten oder für Soßen benutzt? Ja, ich weiß, worauf er hinaus will. Ja, ich werde auch mal Öle machen. Ja. Aber die benutzen es nicht so oft, wie ihr denkt. So, Admin, wir machen ein bisschen Gemüse dazu. Komm. Ja, aber ich will jetzt zu denken, ja. Zuckerschoten hätte ich gerne. Was haben wir denn alles Geiles? Zeig mal her. Die Zuckerschoten habe ich hoffentlich nicht im Froster. Doch. Warum? Willst du mich verarschen? Oder? War schwierig. Er will mich doch verarschen. Guck mal hier. War schwierig. Was ist das denn? Ja, es war schwierig. Was ist das denn? Was haben wir noch? Ja, weiß ich nicht. Hauptsächlich Zuckerschoten halt. Aber wir können ja mal in die Gemüsekiste gucken. Mhm. Ja? Das ist ja, du bist ja so ein Affe, das ist unglaublich. Wirklich. Okay, dann nehmen wir mal eine Karotte. Mhm. Ja, hol mal raus an Gemüse, was wir hier haben. Kannst du hier drüben ja. Hier mal hinlegen. Er hat mir einfach tiefgekühlte Zuckerschoten gekauft. Das ist ja unmöglich, sowas. Ja, okay, ja, es gab keine frischen. Die brauchen wir jetzt nicht. Ach, auf jeden Fall. Die brauchen wir später. Ja. So, ein bisschen Karotte. Geil, Alter. Den hier haben wir noch. Wer ist denn den hier? Das ist der Pak Choi. Ja. Davon nehme ich einen. Ach, schön. Willst du hier den kleinen? Den kleinen. Gib mir einen kleinen. Bitte. Gleich piept der Kühlschrank. Ja. Einen kleinen Pak Choi. Wahnsinn, Admin. Zuckerschotenliebe. Crazy, der Typ. Ja. Mach die mal auf, ich will die mal sehen, Admin. Aber ich kann doch keine tiefgekühlten Zuckerschoten benutzen, Alter. Hast du Lackes offen oder sowas? Ich sag ja, war schwierig. Wie ich mich zusammenreißen muss, dass ich mich beleidige einfach durch den ganzen Film jetzt hinweg. Ja? So gut. Fuck. Okay. Geht seinen Zähnen noch gut? Gib mir ein paar. Also nur aus optischen Gründen nehmen wir die. Ich habe mir noch einen Pak Choi. Anti-TK-Zähner. Ich glaube, das bezieht sich aber eher darauf, dass die jetzt gefroren sind, oder? Weil an sich ist TK ja nicht schlecht. Bei Erbsen zum Beispiel ist es gut. Aber Zuckerschoten gefroren, ich glaube, die können ja eigentlich gar nichts. Ne? Also Tiefkühlgemüse ist eigentlich immer Schrott. Insbesondere, wenn es so ist. Ja? Ja. Ey, Katja, Jasmin, siehst du eigentlich, was bei euch da los ist drüben? Katja? Vielen herzlichen Dank für 5,99 bei der Tür. Danke, danke, danke. So. Tobias, du hast bis jetzt ein Gericht verpasst, aber wir machen noch ein paar. Ja. Was machen wir hier noch ein, Admin? Asia geht immer schnell. Ich hätte noch Paprika. Paprika? Nein.
Der Francis schreibt eurem Team alles Liebe und Gute. Ich freue mich in jeder Folge. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Zwiebel? Wenn ich sehe, es hier auch ein paar Mal gerade Leute, die noch später dazu gekommen sind. Vielleicht kannst du mal kurz ein Summary. Was machen wir denn heute? Und erzähl mal. Was gab es denn bis jetzt? Erzähl mal. Ich? Ja. Ich ein Summary? Ja, klar. Ich war im Stress, ich habe nicht aufgepasst. Was war das erste Gericht? Was wir als erstes gemacht haben? Ja. Rindfleisch mit Zwiebeln und Pilzen. Mit der geilen Kantonsoße. Ja. Kantonsoße ist meine universelle, dunkle Asiasoße, die jeder mag. Ja? Egal, wie viele Leute haben die probiert, Admin? Wie bitte? Wem haben wir alles einen Löffel im Mund geschoben von dem Zeug? Kai Acker, stimmen Sie auch 5 Mitgliedschaften raus. Die Simone ist jetzt Supporter als Mitglied. Wollte ich noch mal kurz dazu sagen. Kai, du strippen Sie ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Ja, wie viele Leute haben wir probieren lassen? Alle. Alle. Alle, die vorbeigelaufen sind, haben so, ja. haben die einfach probiert, ja. Also das Ding ist tatsächlich, die Soße haben wir jetzt eben einen kompletten Wok von gemacht, ne? Ja. Den Admin und ich zusammen wegpoliert haben und euch, ihr habt auch noch ein bisschen probiert. Guck mal, wie viel hier fehlt. Sieht man das, Tim? Wie viel das wirklich ist? Das ist nicht mal ein Drittel von der Flasche, ja. Das ist weniger, schon gut. Oder? Ich sehe es ja gerade erst. Thomas Kuschel, 23 Euro. Thomas. Vielen herzlichen Dank für 22,99. Ja? Woher kommt dieser 1 Cent eigentlich immer? Keine Ahnung, das ist, glaube ich, vorgegeben. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Danke für deine Unterstützung, du bist ein absoluter Ehrenmann. Thomas, danke für die Wertschätzung, die du uns entgegenbringst. Wir freuen uns sehr. Admin, wie sehr freust du dich? Sehr. Sehr. Danke. Ja, Thomas, machen wir hier noch rein. Nur was? Paprika habe ich noch da. Nee, ich habe schon dreimal Nein gesagt. Ja, China-Kohl. China-Kohl, ja, gib her. Ein bisschen China-Kohl. Danke, Jens. Und rote Beete. Rote Beete? Dann mache ich die wieder weg. Was ist das hier wieder für ein Biomüll? Ein mächtiger Herrgott sei getrommelt. Der geht mal auf die Seite schon mal. Ja. Und warte mal, ich gebe dir noch ein Viertel mit. Jep, den brauchst du nämlich nicht. Mhm. China-Kohl auch ein dickes Ding, ne? Liebe ich sehr. Außen so ein bisschen das Welk. Geil, Alter. Ja, war das genug Summary, oder? Halbwegs. Passt schon. Empower. Empower, ja. 50 Euro. Bernd hat Probleme, Piccolinis Ticker im Ofen zu backen. Kannst du mir helfen als Profi? Oh, da kennst du mich aus. Wo soll ich hinkommen, Bruder? Für den Fuffi komme ich überall hin und helfe dir. Ja? Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Empower. Das ist mal, okay, jetzt muss ich sagen, BMW ist weit vor Audi aktuell, ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Ganz zufällig haben wir auch ein Pizza-Baguette-Video. Vielen herzlichen Dank. Also. Ey, pass auf, Empower, wir machen einen Deal. Du brauchst keine Piccolinis mehr zu backen. Du guckst dir jetzt einfach mein Bistro-Baguette-Video an. So ähnlich wie bei Dr. Oetker, aber in gut. Ja? Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Wäre auch ein guter Francis, Pizza. Dankeschön für den Fünfer. Geil, geil, geil. Admin, wir müssen mal hier kurz reingucken. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Oh, sehr schön. Er kriegt jetzt langsam seine Hits. Ja? Ich sag, wir können sogar auf 220 gehen. Mhm. Guck, wie geil das riecht, ne? Der Mirin. Also, wo ist die besondere Herausforderung beim Soßenkochen? Was ist am schwierigsten? Welche? Ja klar, die Hot Sauce. Ja, die Hot Sauce ist... sogar mit noch das Einfachste, weil wir das ja jetzt schon so oft gemacht haben. Ja, ja, klar, okay. Aber jetzt bei den neuen Soßen ist es halt einfach dieses, das perfekte Abwiegen der Zutaten. Dass es einfach nicht zu fest wird. Ja, scheiß drauf. Was ist denn mit dir? Ja, dann das Licht hinten bitte noch anmachen. Welches Licht? Hinter dem Play-Button. Habe ich eben probiert. Hat ja super funktioniert, das war auch mal an. Nee, das unauffällig rüberzubringen. Nee, das war auf jeden Fall an, das eben. Aber wenn du weißt, ja manchmal, wenn man Tür ist. Das ist, weil die immer Tiefkühlgemüse fressen, weißt du? Bernd, kannst du das Licht noch auf weiß stellen? So, bitteschön. Wenn es wieder an ist. Es ist an jetzt. Guck mal, ich verspreche euch heute, ne, heute im Chat, unter Zeugen im VOD, wenn den Jungs das, wenn die es bis zum nächsten Stream nicht geregelt haben, ne, dass da hinten vernünftig Strom liegt, passiert was im Stream. Ja, Tim, kannst du mir kurz mein Handy holen? Das liegt hinten auf der Couch im Podcast-Studio. Ja, klar. FXDE haut 5 Mitgliedschaften raus. FXDE. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ey, wir werden noch so viele Kanalmitglieder, die gehen auf keine Kuhhaut. Wir haben über 300 mittlerweile. Ey, Admin, wie viele Bundles haben wir überhaupt schon vercheckt heute? Ich brauche mal... Weil, ihr müsst wissen, wir haben nur 120, ne? So. Alles klar.
Gucken wir mal. Abdi und Bernd auf einer Wippe, ich gewinne. Das war ein wunderbarer Moment, um den Einspieler mal wieder zu zeigen. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ja. 87 haben wir noch. Oh, das ist wenig. So. Jetzt stimmt auch das Licht wieder. Abnehmen. Vielen Dank. Aua. Warum? Woher? 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 So, jetzt holen wir den. Hast du mal einen Tuschong, Habibi? Ja. Ja. Der Gerüstbauer schreibt, Tu zusammen, hab mir gerade den Lachanfall von der Chefin angesehen. Absolut zu empfehlen. Das Wiesbaden-Weihnachtsmarkt-Video mit einem legendären Ende. Wer hat's schon gesehen? Einzelchat, wer das Weihnachtsmarkt-Video schon gesehen hat. Also wirklich unmöglich, in meinen Augen, da nicht mitzulachen. Außer man hat wirklich keine Seele. Herd oben. Oh. Seht ihr das? Jetzt hat er die Teriyaki-Soße hier schon so einen leichten Lack drauf hinterlassen. Und jetzt dippen wir direkt nochmal eine Runde oben drüber. Und das, was runterläuft, seid da ein bisschen sparsam, weil das karamellisiert unten. Das ist nachher zwar geil und knusprig, aber es kann auch schnell dunkel werden. Ne? Deswegen müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Teriyaki-Soße verträgt da keinen Spaß. Boah, Alter. Ich liebe das hier. So wunderschön. So, wieder rein damit. Meinst du bei der Teriyaki-Soße Montesa? Was damit? Er fragt, wie viel drin ist. 400. Der Thomas Koschau, 10 Mitgliedschaften für den Kanal raus. Thomas, danke, du bist ein absoluter Ehrenmann, hab ich das schon erwähnt heute. Das ist ja der Wahnsinn, wie der abgeht. Dankeschön. Ey, geil. Was zum Klabautermann, ist auch geil, ja. Ich habe die Frage vergessen, die Einser kommen jetzt. Ah, wer das Video schon gesehen hat. Ja, Tatsache. Sven, im Deliziös-Chat wird auf jeden Fall kein Weihnachtsmarkt-Video mehr geben dieses Jahr. Ja? Also doch, wir veröffentlichen noch eins, weil wir es schon gedreht haben, aber wir fahren nicht mehr raus zum Drehen. Die Caroline haut 10 Euro raus. Danke für die lieben Kommentare, Herzchen und Lachsmiley. Guck mal, die Chefin. Wir danken dir auch, Chefin, für deine wunderschönen Lachanfälle. Ich bin froh, dass Admin ein Gimbal hatte in dem Moment. Meine Kamera hat das Alex weiß, noch gar nicht, worum es geht. Warte mal, bis das Video gesehen hat. Ich habe noch nicht geschaut. Ey. Das Weihnachtsmarkt-Video haben wir am Ende noch Outtakes rein. 8 Minuten lang Lachanfall. 8 Minuten Outtakes. Ja, und der ist schon runtergeschnitten. Eigentlich waren es 10 Minuten purer Lachanfall. Und das ganze Video ist wie lang? Das ist 28 Minuten lang. Also eigentlich 20? Aber die Chefin ist noch komplett ausgerastet. Aber nichts davon hätte man nicht zeigen können. Nee, also, das also ich musste ein, zwei Stellen rauscutten tatsächlich, aber ja. Ja. Ich werde es mir nach dem Stream anschauen. So, hast du schon einen schönen Teller, den wir gleich haben können? Ja. Wenn du fertig bist mit Handy spielen? Ja, ich muss. Guck mal, haben wir immer noch eine Ecke, wo er sich verstecken kann? Natürlich. Können wir die Kamera noch ein bisschen drehen? Ja, okay, die ist mittlerweile nach unten gerichtet. Ja. Dieser hier. Das ist der richtige Film. Schwarze Teriyaki-Soße auf schwarzem Teller. Aber rosa Lachs. Ja, aber der liegt ja auf braunem Gemüse, ich weiß nicht. Dann? Wir brauchen dringend neue Teller. Auf jeden Fall. Und wie geht's uns allen? Chat, Bernd, Alex und Admin findet den Fehler. Was? Was hast du gesagt? Und wie geht's uns allen? Chat, Bernd, Alex und Admin. Tja. Und ich sag, findet den Fehler. Das ist halt wie Dings. Ja, wie geht's euch denn? Das ist wie der Podcast. Wie geht's euch denn? Das ist wie der Podcast, Tim. Wie geht es euch denn? Einfach Tim vergessen. Ja. Ist Hoisin? Ja, die japanische Barbecue-Soße. Wie sieht's aus dem chinesischen Erdmehl? Keine Zuschauer. Bernd, was? Du hast eine Frage bekommen von Tim. Was denn? Der Mario. Ja. Der Hoisin ist die japanische Barbecue-Soße. Wie sieht es aus mit der chinesischen Version? Nee, Hoisin ist chinesische Barbecue-Soße, nicht japanisch. Ja. Österreich ist ein bisschen problematisch mit Versand. Warum? Das ist problematisch. Warum? Aber es ist machbar. Warum ist es problematisch? Erklär mal. Du hast ein Problem damit. Ja, auch. Ja. Ich mag keinen Österreicher. Zack, nur noch 500 Leute im Stream. Kein Dinking, alles bestens. Nein, sag mal, was ist das Problem? Nee, das Problem ist die Versteuerung. Ihr würdet mehr Steuern zahlen, als wir eigentlich abrechnen dürfen, sollen, wollen. Ah ja, okay, Auslandsdingspunkt. Genau. Ja, aber wir werden daran arbeiten. Ich habe hab bald Termin mit meinem Steuerberater, dann gucken wir mal, wie wir das besser hinkriegen. Ja? So, dann schmeißen wir hier schon mal Karotte rein. Oh, heute ist Mob dem Tim-Tag. Ja. Mach das lieber nicht, sonst sind wir offline. Ja? 3 von 4 finden Mob nicht. Die Internetkabel. Guck mal, Tim, jetzt kriegst du Herzchen. Ja, vom
größten Ehrenmann. Journalist, Dankeschön. Tim ist in der Massephase, das stimmt. Ja. Der Herbert fragt, was es heute gibt bei dir im Chat. Magst du das erklären? Das sind doch deine Leute, Junge! Das sind unsere Leute, ne? Das stimmt. Herbert, wir haben heute am Start die lange Asia Night quasi. Und der Trick ist heute, dass wir 4, 5 Gerichte zeigen, oder zumindest 4 sind es, glaube ich, gell? Mit verschiedenen geilen Soßen, die wir selbst entwickelt haben. Ist aber kein Zwang, sich diese Soßen zu kaufen, anzugucken oder wie auch immer. Wir haben natürlich alle passenden Videos dazu, um sich die Soßen selber zu kochen. Wir kochen die 1:1 so, wie sie auch im Video ist. Nur wir haben an die Leute gedacht, die keinen Bock haben, sich zu Hause 10 verschiedene Produkte hinzustellen, nur um sich ein Gericht zu kochen. Ne? Soll ich mal die Zutaten für die Kantonsoße hinstellen? Nee, du, wir machen jetzt, das machen wir auf jeden Fall bei der Ente nachher. Okay. Nee, Digga. Nee, lass mal. Gut sein. Okay. Ich frag auch einfach nie wieder. Übrigens, ein bisschen Meat Booster ans Gemüse. Ist ja auch ein guter Moment, da zuzuschlagen. Ne? Wie gesagt, ja, auf jeden Fall, also, wenn wir da einen Einspieler hätten, jetzt, das wäre krass halt. Das wäre schön, aber da ist die Regie. Unsere Gewürze, ihr kennt, wenn die Gewürze noch nicht kennt, guckt mal im Shop. Tim schickt euch mal einen Link rein zu den Gewürzen auch. Also, solange der Stream heute geht, alles versandkostenfrei. Komisches Pikachu, das ist zu viel Geld, da könnt ihr mal ein Tutorial machen, wie man TK-Pizza richtig zubereitet. Ich sage immer Packungsanleitung. Ja. Einfach nach Packungsanleitung. Top. Also ich habe es meistens immer vorher Umluft gemacht, weil ich gesagt habe, okay, Umluft bringt es halt, weil halt Umluft. Ja, nee. Aber Ober- und Unterhitze. Das bringt und Vorheizen, ne? Ja. Und vor allem einen geilen Trick hätte ich auch noch dafür. Hoffmann Backblech. Brauchst du nämlich keinen Pizzastein mehr. Ja. Ne? So, guck mal hier, Gemüse ist schon drin. Abino, kannst du mir hier gleich nochmal so ein paar Sprossen reinschmeißen, bitte? Ja, aber natürlich. Wie viel habe ich auf die Waage gebracht, als ich bei Bernd angefangen habe, und wie sieht es jetzt aus? Zu wenig. Also, als ich angefangen habe, das ist jetzt 3 Jahre her. Ich bin 1,79 groß und habe zu dem Zeitpunkt damals ungelogen ein BMI von 26. 63 Kilo gewogen. 63? Kein Scheiß. Mittlerweile sind wir bei 75 bis 76. Stabil, Junge. Hey, guck mal. Selber, da muss ich selber mal applaudieren. Der Chef vom Boss haut 5 Mitgliedschaften raus. Chef vom Boss, danke dir. Schön, dass du am Start bist, mein Lieber. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich küsse dein Herz. Jetzt habe ich hier Tiefkühl Zuckerschoten reingeschmissen. Aber zum Glück ist ja Livestream, man sieht es ja nachher nicht mehr. Die Sprossen jetzt schon rein oder nachher? Was meinst du? Die Sprossen jetzt schon oder nachher? Ein paar. Hartmut Thomas fragt, was ist das für ein Mensch neben Ihnen, Herr Zehner? Bitte was nochmal? Was ist das für ein Mensch neben Ihnen, Aua, Herr Zehner? Der da. Ja. Das ist der Admin. Hartmut, hi. Das ist der Admin. Hä? Admin, welche Aufgabe hast du hier bei uns überhaupt? Die Leute, interessiert sowas. Schwierig. Es ist kompliziert. Wo steht das denn? Ja. Also, habe ich mir das gerade eingebildet oder war da gerade ein Daumen runter im... Kannst du mal kurz Daumen hoch mal zeigen? Ah, stimmt, da war ja was. Ist das jetzt ein neues... Warte mal. Was passiert? Wir werden, den gesehen? Delay sehen, aber das war... Warte. Oder den? Doch, ja. Was passiert da? Krank, ja? OBS macht irgendwie... Ich habe das neulich gesehen bei Google Meet. Aber es ist dann auch hier drin? Ich glaube, ja. Ich habe es jetzt im Live. Ja, das war auch was, was gibt's noch für Zeichen? Warte. Du kannst ein Herz machen. Kann ich mal den probieren? 5 Euro von The Riddler. Riddler, danke! Das funktioniert. Okay, aber... Woher? Finde ich aber auch geil, dass OBS einfach ohne irgendeinen Kommentar einfach mal so... So, hier geht jetzt ein bisschen Teriyaki noch mit rein. Aber ich will das Herz sehen. Woher? Guck mal, Leute, ich habe das Gemüse jetzt hier im Wok, ne? Da geht jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Teriyaki-Soße mit dran. Einfach ein Stückchen oben drüber, um das alles so ein bisschen zu lackieren. Und die ist wirklich super ergiebig, sage ich euch, wie es ist. Weil wenn ihr davon zu viel nimmt, schmeckt sie mehr, gell? So, jetzt noch mal richtig heiß. Und dann kommt gleich der geile... Lackierte Lachs. Geil, was ein Wort. Lackierter Lachs. Mein Lieblingsessen. Ja, ich weiß es. Nee, darf ich sagen? Meine Frage ist, also die Frage ist, was ist mein Lieblingsessen? Boah. Ich weiß es. Ja, sag ich doch. Darf ich sagen? Ja, sag. Palak. Palak Panier. Palak Panier.
Falls ihr googeln musstet, ja, ich musste auch googeln. Admin? Ja. Spinat, Käse habe ich da. Milkländer, was geht? Der Algorithmus hat mich hier erneut hergeführt. Ja, sehr schön. Das sein. So, Gemüse auf dem Teller, Timbo. So, Teriyaki-Gemüse. Auch schon sehr gut. Das sieht schon sehr geil aus, sag ich euch ehrlich. Puh. Wollen wir das hier noch sein? Dann hol ich mal den Lachs. Der dürfte nämlich jetzt auch fertig sein. Oh, stark. Ganz stark. Hast du eine präferierte Zubereitungsart von Lachs? Ofen oder Pfanne? Ja, hier ist geil. Guck mal so. Aber siehst du, hier nebendran haben wir jetzt Karamell. Mhm. Ja, der schmeckt nicht mehr. Das muss man so ein bisschen... Das ist einfach, also das ist auf jeden Fall Endgegner, ne, für so ein Backblech auch. Okay, das ist so geil, Alter. Das geht da einfach runter. Guck dir das mal an. Das ist der Shit. Also dieses Backblech, Alter. Ah, Admino? Ja. Sesam? Beide wieder? Ja. Und ein bisschen was grün. Koriander? Mhm. So ein, zwei Blättchen? Jo. Bitte nicht. Der Mike Schröter haut 20 Euro raus und schreibt, ich ho andere Flasche, hoffe aber selbes Produkt, Teriyaki. Hey, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Mike. Gönn dir mal unser Produkt, wenn du Zeit und Lust dazu hast. Tim, guck mal auf der Brettcam. Ich würde mich noch mal rüberkommen, wie es jetzt aussieht. Ah, schwierig. Bitteschön. Die eine Soße, die vor dem Brett steht, müsste ein bisschen weg. Diese? Genau. Und dann ein bisschen in die Mitte schieben weiter. Ja, und ein bisschen zu mir in die Richtung. Jo, sieht man die Flasche auch? Ja. Kannst die Flasche noch ein bisschen aufmachen? Bernd, also... Ja? Wieso sieht man deine Tochter eigentlich nicht mehr? Sie ist gerade am Kommen. Also ich würde schier behaupten, ich habe keine Tochter, aber du müsstest mir vorher mal die Mutti zeigen. Dann kann ich es dir genau sagen. Ich komme kurz rüber zu euch, guckt euch das hier an. Tim, da bleibst du jetzt drauf. Ah ja. Wer ist denn meine Tochter? Katrin. Meint ihr Katrin oder ja, was? Ja, natürlich. Geil, Alter. Und letztens habe ich noch gelesen, ob du eine neue Frau hast. Ja. Ja, das haben wir auch gelesen. Sieht das brutal aus. Boah, ey, wieso hast du gewechselt? Boah, Leute, guckt euch das mal an. Ich sag doch, Tim, der Kameragott, der Fokus ist on point. Ja, ich habe richtig gesweatet gerade beim Umschalten. Hey, du hast den Lachs, hey, guck dir das nochmal an. Du hast den Lachs runtergeholt, dann ging es rüber und dann zack, rüber auf den Teller. Das ja, der Fokus on point King ist der Tim auf jeden Fall. Kommt mit, wir gehen probieren, Kinder. Sieht das nicht geil aus? Eins in Chat, wer es gut findet. Eins in Chat, wer es gut findet. Bernds Tochter ist doch Tims Schwester, oder? Boah, korrekt. Recht, ja. Ja, hat wirklich recht. Wo ist eigentlich die Chefin? Das könnt ihr sie selber fragen, die faule Nuss. So. Geil, Alter. Ui, aber war denn nicht Spinnen drin? Muss man aufpassen jetzt. Schön aufpassen. Warum? Wegen Graten. Keine mehr drin, ich hab geguckt. Achso. Wollen wir Tim zuerst lassen? Bitte, ja. Was ist das für ein Mensch neben ihm? Da fliegt der Einsatz. Also ich finde, das ist beim Lachs, sieht vielleicht nicht jeder so, aber das ist das beste Stück hier. Ja, das ist das fetteste Stück. Das ist der Bauch, über mir. Ja. Was ist denn los? Schon zurück aus den USA. Ja, wir sind zurück aus den USA. Auf jeden Fall. Oh, Diggi. Ich probiere auch vom Bauch. Oh mein Gott. Nochmal die Frage zu meinem Lieblingsessen. Alles, was aus dem Meer kommt. Oh das mein ist Gott. Mein Lieblingsessen. Und dazu zählt auch der Lachs. Seine Warte. Warte von mir nochmal. Boah. Hat das funktioniert? Ja. Das will ich jetzt mal ausprobieren hier. Fingerherz. Ja. Nee, aber das ist geisteskrank. Also mach nochmal vom Bauch. Mach nochmal kurz vom Bauch. Vom Bauch? Ja. Fingerherz. Ja. Ja, geht. Echt, ja? Ja. Boah, geil. Ey! Die Zukunft ist Alexander. Hier. Der, komm. Komme. Für die Games. Aber ich finde es lustig, dass OBS das einfach so aus heiterem Himmel ist. Einfach drin introduced, jetzt. Ja? Ja. Ich kann gar nicht aufhören. Oh, lass mal Alex am Stück. Ich sag dir ehrlich, gell?
diese Soße auch wieder dazu. Oh, ist so brutal. Die Teriyaki hatte ich noch nicht probiert. Mm. Guck mal, das Ding ist, diese scheiß gefrorenen Drecksdinger lassen noch Wasser jetzt in mein Gemüse. Das nervt mich ein bisschen. Das stimmt, ja. Aber, ja. Oh, jetzt bin ich gespannt, Alex. So muss das sein. Ist wirklich... Garpunkt 10 von 10, gell? Ob das heute noch besser werden kann, weiß ich nicht. Warte mal ab. Ja? Mhm. Obwohl, heute gibt es ja noch Ente, die magst du nicht so gern. Mm-mm. Ja, muss man. Was, Ente? Nee, das Rind vorher ins Meer werfen. Das Rind essen. Die Zwiebel. Ja. Kann ich die anderen auch essen? Ja, kannst du alle mitnehmen. Ich hole meinen Teller. Hm. Ich sag, man kann es sogar im Wok noch ein bisschen einkochen lassen, die Soße. Oder einfach keine tiefgefrorene Scheiße verwenden. Ja? Mhm. Oder mit einem Löffel essen. Aber Soße, Gemüse, sagt ehrlich. Ich überlege, meinst du, man kann die Kanton auch auf Lachs machen? Kann man. Ich wollte noch mal kurz demonstrieren. Ja. Nein. Du hast es durchgeteilt. Warum das denn? Ich weiß nicht. Du willst die Haut mit dem Ding durchkriegen. Ich weiß es doch nicht. Guck mal. Oha. 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 Den will ich aber auch mitnehmen, Gott, dann noch Schüsseln. Hier unten. Da unten, da unten, da unten. Boah, geil, Alter. Lachs nehme ich mir auch mit. So geil, Mann. Lachs top, gell? Mm. Ist das egal, welche ich nehme? Ja, klar. Alles zum Essen gedacht. Mm. Und da war weg. Ach du Scheiße. Was denn jetzt? Irgendein Klassenkamerad von Adminis drin, ehemaliger. Von der Sonderschule, oder? Weiß ich nicht. Ah, der Daniel. Erkenne ich an dem zweiten Namen. Alex, im Delizios-Chat ja. Sagt der André Fair und der Paul 1892, die sagen, man kann es auch übertreiben und es ist zu teuer. Mhm. Mhm. Wie kommt man auf so eine Aussage? Ja, du, also klar, 39 Euro ist saftiger Preis, das stimmt. Aber das ist, wenn du es einmal probiert hast, du schmeckst es halt auch, weißt du? Und Qualität der Zutaten. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ja. Ich hoffe, ihr seid noch im Stream. Der Admin stellt jetzt mal für diese beiden Soßen, ne? Stellt ihr mal alle Produkte nach vorne, die man braucht, um sie herzustellen. Haben wir alles da? Mhm. Dann machen wir. Mhm. Löffel weg und fang an. Teriyaki und Kanon, gell? Alles. Auch für die Süßsauer. Hm. Muss ich mir hier kurz meine Liste hinstellen. Mhm. Aber ich kann es insofern nachvollziehen, dass ich zum Beispiel, wo ich die Hot Sauce, wo ich das erste Mal den Preis gehört habe, dachte ich mir auch, okay, amtlicher Preis für eine Hot Sauce. Und dann probierst du sie und dann verstehst du das. Da passiert ja auch noch einiges drumherum. Es ist ja nicht nur das, du kannst ja selber entscheiden, was du isst. Ja. Ja? Du kannst ja Wasser, Verdickungsmittel und Chili-Pulver essen oder du willst halt aus Chilis hergestellte Soße essen. Das kann man jeder für sich selbst entscheiden, ne, meiner Meinung nach. Aber in unserer Hot Sauce ist ja nichts drin, außer Chili. Fermentierte Chilis und ein bisschen paar Gewürze, sonst nichts, weißt du? Und ein bisschen Verdickungsmittel, weil das natürlich, ja, damit man es besser essen kann, ja? So, aber da ist ja kein Scheiß drin. Ja? Und die Industrie, glaub mir, die Industrie kann halt Wasser schnittfest machen. Ja? Das kriegen wir nicht hin. Ich komme nicht klar auf den Lachs. Willst du noch ein Stück? Ja. Ja. Boah. Ich meine, das ist ja auch, ne? Es gibt ja auch im Supermarkt Pesto für 2 Euro und jeder weiß, wie das schmeckt. Genau. Alles schön mit dem Etikett nach vorne. Mhm. Stell die Sachen ganz nach vorne. Das dauert jetzt einen Augenblick. Den Spaß machen wir uns jetzt. Den Spaß machen wir jetzt. Weil ich wusste ganz genau, dass irgendjemand sagen wird, das ist zu teuer. Was ja auch erstmal, ich sag ganz ehrlich, obviously ist das ja auch so. Also ja, auf den ersten Blick ist das. Ja. Admin, möchtest du dabei mal kommentieren, was du alles nach vorne stellst? Ja. Ach, da haben wir es, ja. Geil, Alter. Also vorne ist jetzt schon die Sojasauce, die süße Sojasauce, die dunkle Sojasauce, der Kochwein. Balsamico-Essig haben wir. Haben wir alles. Haben wir. Dann stell Reisessig nach vorne, der ist auch drin. So, Austernsoße,
Sambal Oleg. Ups, Entschuldigung, steht auf beiden Seiten drauf. Sind die Soßen auch als Dip gut geeignet oder wirklich eher zum Kochen? Ich sag dir ehrlich, ich habe eben eine Käsestange da reingedippt und es war lecker. Die Kantonsoße kannst du auch, ja, wenn du deine Frühlingsröllchen, Chicken Wings oder sowas, kannst du da auch reindippen, auf jeden Fall. Five Spice haben wir drin. Guck mal. Und das muss man sich auch mal erstmal alles kaufen. Ne? Den Gaudi machen wir jetzt. MSG. Mhm. Und? Sojasauce fehlt noch? Nee, Sojasauce habe ich vorne. Gut. Das ist alles in dieser Soße drin. Also, in einer. In einer. Ja. Nee, so, schlecht, so, jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter. Mal gucken von da drüben. Das ist... Yep. Dann haben wir hier noch mal Mirin. War noch Zucker haben wir. Chili frisch. Ich finde es schon imposant tatsächlich. Nehme ich mal die hier als stellvertretend. Weil es genauso aussieht. Mhm. Und noch, wo haben wir es noch hier? Motoröl. Okay. WD-40. WD-40. Ingwer, Knoblauch. Ingwer. Und alles frisch, ne? Das, ja, muss man auch sagen. Alles frisch, kein Scheißdreck. Stärke haben wir vorne. Jetzt muss ich kurz ein bisschen runterscrollen. Wo haben wir denn meine Maus? Hier. So, und jetzt erzähle ich euch auch, warum ich das gemacht habe. Ich komme hier nach vorne. Jetzt hole ich hier einfach mal die Ananas hin, stellvertretend für den Ananassaft. Ja. Ja. Jetzt haben wir Tomatenmark. Tomatenmark. Wo haben wir den hier? So, was ich euch jetzt erzählen will, ist Folgendes. Wenn ihr euch mal die Mühe macht und unter den Videos mal nachschaut. Aber hast du dafür mal einen Platz? Ja, kannst du kurz hinstellen, dann kann ich es besser greifen. Oder so, danke. Kannst du aber das nein, Spaß. So, jetzt erkläre ich euch, warum wir das gemacht haben. Ich habe einen unheimlichen Spaß daran, diese asiatischen Gerichte zu kochen. Und wir haben jetzt über die Zeit hinweg, wie soll ich sagen, immer wieder Kommentare bekommen, wo drin stand, ich aber mal gucken, den Aufwand, wenn ich da in Asialaden gehe, da bin ich ja 150 Euro los, bis ich alles da habe. Wahrscheinlich ist das auch so. Ja? Hier so eine Flasche Sojasauce, selbst wenn wir das alles in der kleinsten Gebindeeinheit kaufen, kostet es 3, 4 Euro. So, und das kostet doch, weiß ich nicht, du brauchst 9 verschiedene Zutaten. Also rechne es doch einfach mal aus. Ja? Micha, vielen, vielen herzlichen Dank. Hast du gerollt? Gerollt? Ja. Ja, das ist 100% transparent, das sehe ich auch so. So, und die Leute haben immer geschrieben, nee, warum soll ich mir das denn alles kaufen für ein Gericht? Und ihr wisst ja, wie es ist, insbesondere bei TikTok und so weiter, ne? Da kamen Gerichte, kamen Kommentare zu den Gerichten, die willst du eigentlich gar nicht hören, ja? Also, André Fair sagt, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber das macht gar keinen Sinn, weil du brauchst die Produkte doch trotzdem. Ja. Also, ist scheißegal, ob du jetzt nur ein Zehntel von der Flasche da reinfüllst oder nicht, du musst dir die ganze Flasche holen. Du musst dir die ganze Flasche holen. Du kannst ja nicht 10 Milliliter kaufen. So ist ja nicht. Oder 2 Esslöffel. So, und ich erkläre es auch trotzdem nochmal. Es besteht ja keine Pflicht, sich das zu kaufen. Ja? Aber wenn wir uns hinstellen, das Rezept entwickeln, das in Flaschen füllen, Etiketten draufkleben, es versenden und stundenlange Arbeit da rein investieren, dann müssen wir auf jeden Fall an der Flasche auch noch einen Euro verdienen. Sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist doch wie mit allem. Du darfst selber entscheiden, was du isst. Du darfst selber entscheiden, ob du dir eine fertige Lasagne kaufst, die scheiße schmeckt, oder ob du die selber machst. Schmeckt auch gut. Jetzt hast du aber eine selbstgemachte Soße, die genauso schmeckt, wie als ob du sie selbst gemacht hast. Und die kann nicht einfach nur 4 Euro kosten. Das geht einfach nicht. So, ab mit den Räumen weg. Mhm. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Danke. Ja. Ich hoffe, ich habe es alle erklärt. Wenn noch Fragen sind dazu. Ja, ja, Alucard sagt es auch. Ich habe so viel Geld über die Jahre im Asia-Shop verbraten. Es wäre auf einen Schlag nicht feierlich. Wenn du aber häufig asiatisch kochst zu Hause, ja, dann solltest du dir auf jeden Fall diese ganzen Grundprodukte nach Hause holen. Ja. So, was gibt es hier für Diskussionen über norwegischen Lachs? Habe ich leider auch nicht verstanden. Meiner war immer aufs Etikett schauen. Ja, ja. Bei wie viel Grad wurde der Lachs gekocht? 220 Grad. Wie lange ungefähr? Bis er fertig war. Perfekt. Ja. Ja, man kann Geschmack und Qualität nicht preisliche Relation zum Einkauf stellen. Das sehe ich ähnlich. Wer es nicht wertschätzt, soll aufhören zu meckern. Das sind die Leute, die gerne billig kaufen.
Wir reden nicht über billig, wir reden über Manufakturarbeit und diese ganzen Grundprodukte, die wir da verwenden. Da, wir nehmen Kikkoman-Sojasauce. Du kannst viel billigere kaufen, aber wir nehmen die, weil es damit schmeckt. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt natürlich auch noch viel teurere. Viele werden jetzt sagen, jo, die Brand ist jetzt im mittleren Preissegment. Das würde ich unterschreiben, aber es gibt ja auch viel günstigere. Ne? Meinst du, in irgendeinem China-Restaurant kriegst du Kikkoman? Kriegst du nicht. Ja, du kriegst irgendeine gefärbte, zusammengebraute Scheiße mit viel Dreck drin, im Kanister groß. Das ist doch alles. Oder du merkst doch sofort schon in diesen mittelklassigen Sushi-Läden. Mhm. Die kaufen einmal diese Kikkoman-Sojasüßchen auf dem Tisch und dann füllen die abends auf aus dem Kanister. Ja? Und sowas machen wir halt nicht. Ich finde, bei Wasabi merkst du es auch immer extremst krass. Bei was? Bei Wasabi. Wasabi, ja, klar. Wenn du im Laden bist. Ja. Wie viele Leute gucken uns denn überhaupt noch zu? 801 bei uns. Vielen, vielen herzlichen Dank für über 800 Zuschauer. 140 bei Deliziös. Sehr schön. Hallo Deliziös, Leute. Und Herbert fragt, warum sind wir nur 130 Zuschauer? Ja, weil hier alle hier sind. Ja. Herbert, die sind alle hier drüben bei mir auf dem Kanal. Aber das wäre auch mal ein guter Moment, um mal ein Herzchen zu lassen. Ihr könnt auch einmal jeweils rübergehen und ein Abo da lassen, falls ihr noch nicht da wart. Ja, also wer Deliziös noch nicht abonniert hat, genau. Macht das auf jeden Fall mal. Ja? Weil 800 Zuschauer und 400 Likes, da stimmt das nicht. Das hat wollen wir ein bisschen süß-saures Hähnchen machen? Ja. Gut, da musst du ein bisschen Fritte aufbauen, Abi. Das ist kein Problem. Okay. Du musst nur gucken, wohin. Wollen wir kurz ein bisschen Q&A machen? Weil Abi muss kurz einmal umbauen und drüber wischen. Sehr gerne. Ja. Kann ich mich hier hinsetzen, Abi? Ja, das gehen wir. Dann doch schwierig. Ja? Weil ich doch da wischen muss auch. Ey, wische kannst du ja neben mir. Ich probier's. Aber wir haben ja leider keine Kamera nach hinten gerichtet heute. Ich kann es noch umrichten. Oh, nein, nein. So. So, ich würde hier sitzen. Okay, Kinders, wir machen Q&A, während Admin ein bisschen Ordnung macht. Ah, schön. Die waren gut. Ich bin da. Achtung. Lest ihr mir vor? Mhm. Alle Fragen jetzt in den Chat. Nicht nur zu den Produkten, sondern allgemein. Dr. Scrum schreibt, leider ist in Deutschland die Bereitschaft für gutes Essen viel zu bezahlen nicht da. Das stimmt. Also die Bereitschaft für gute Lebensmittel Geld auszugeben, ja, das kennen wir natürlich aus dem europäischen Ausland, dass wir jetzt auch in diesem Jahr ausgiebig bereist haben, ne, haben wir das natürlich auch festgestellt. Ja, die Liebe zum Essen und diese ganze, auch für die Wertschöpfungskette. Ne, ja. Du merkst es ja, wir waren ja gerade in Straßburg am Weihnachtsmarkt oder wir haben ja auch zusammen in Straßburg ein Video gedreht, egal in welche Bäckerei du da reingehst, da gibt es keinen Backshop. Das gibt es da einfach nicht. Da gibt es kein Brötchen für 10 Cent. Ja, das kann man da nicht kaufen, weil da ist kein Bedarf. Ja? Und hier gibt es das ja alles nur, weil der Bedarf da ist. Muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt viele Dinge, die sind schlechter in Frankreich als in Deutschland. Da wollen wir nicht drüber reden. Aber wenn wir über Kulinarik reden, und das ist nun mal Thema und Programm hier auf dem Kanal, dann würde ich sagen, sind die Franzosen uns bei weitem voraus. Und dasselbe gilt für Spanien, dasselbe gilt für Italiener. Und das sind ja alles quasi unsere europäischen Nachbarn, wo ich sage, die haben auf jeden Fall ein Verständnis für gute Lebensmittel. Holland hat eine ganz eigenwillige Imbisskultur, sag ich immer, ne, Alex, Febo und so. Das stimmt. Aber auch in Amsterdam kannst du jetzt nicht behaupten, dass wir da schlecht gegessen haben. Ja? Nee, aber ich bin immer baff, wie dünn die Niederländer sind. Aber das mag vielleicht am ganzen Fahrradfahren sein. Ich liebe das Schubladendenken hier. Niederländer sind dünn. Admin, wollen wir jetzt mal gestehen, dass du auch niederländische Wurzeln hast? Ja. Ich bin eigentlich Cosplayer. Ich habe einfach nur ein dickes Kostüm an. Ein dickes Kostüm an. Gibt es noch eine Frage? Ja, viele. Ich bin hier mal ein bisschen durch. Frage, wann machen wir ein Wettessen? Das der freundliche Fettsack schreibt es. Nee, ich kann nicht so viel essen. Ich kann Wettessen, hätte ich keine Chance. Aber was wir bald machen, wir drehen ein Video mit einem Strongman. Und ich koche den ganzen Tag für den wahrscheinlich. Oder irgendwie so machen wir es. Auf jeden Fall essen wir mal zusammen. Ja? Wie viel muss der so nehmen, Kalorien? Da gibt es schon Tage, da wird auch der Franklin schwach. Ja? Ich glaube, er hat 10.000 mal in den Raum geworfen. Oder? Ja, ich glaube, er hat was über 10.000 gesprochen. Ne? Aber clean halt, ne? 10.000 cleane Kalorien, Hut ab. Ach, das kann man die Soßen auch kistenweise kaufen? Bald. Kistenweise, ja. Wie stehst du zu den 19% ab Januar? Das ist ein Desaster für Deutschland. Eine Bankrotterklärung der Bundesregierung, kann man gar nicht anders sagen. Und es ist die größte Lüge, die unser aktueller Bundeskanzler den Menschen in der Gastronomie und dem Verbraucher aufgetischt hat, unseren Gästen. Und ich hoffe, dass er bei der nächsten Wahl so hart abgestraft wird dafür, wie er es verdient hat. Wirst du auch mal nach Asien reisen? Unbedingt. Machen wir. Warum nicht mehr live auf Twitch? Twitch, ja. Aktuell auf Twitch, wir haben einfach die Zeit nicht gehabt. Wir müssen es einfach ehrlich sagen, es hat uns zu sehr gestresst, regelmäßig auf Twitch online zu sein. Und wenn du irgendwie auf Twitch das halbwegs erfolgreich machen willst, musst du mindestens 15 Tage im Monat streamen. Und das schaffen wir im Sommer einfach nicht.
Dafür ist mir der Content zu divers. Wir produzieren hier unnötig Food Waste in den Streams, das darf man halt auch nicht vergessen. Und es ist auch unheimlich teuer, ne? 2-3 Stunden Stream. Ihr dürft nicht vergessen, die Jungs sind hier fest angestellt mit der Vorbereitung, Nachbereitung von diesen ganzen Sachen. Ja. Und man muss auch sagen, wenn wir mal streamen, dann macht tatsächlich, wie sich jetzt herausgestellt hat, YouTube mehr Sinn. Da ist einfach eine wesentlich größere Reichweite vorhanden. Ja, wir haben einfach die höhere Reichweite bei YouTube. Das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr streamen wollen, aber wir wollen es uns einfach offen lassen. Ne? Ja. Ich finde Twitch cool. Twitch nach wie vor ist die Plattform für Livestreams, meiner Meinung nach. Das können die einfach am besten. Aber ich fühle mich auf YouTube mehr zu Hause. Ich habe gedacht, es wäre anders, sage ich euch ehrlich. Aber ich fühle mich hier zu Hause. Der Philipp fragt, Bro, wo Food Guide diesen Monat? Ja, da kannst du mal beantworten. Übrigens, unser Behind-the-Scenes-Video auf Deliziös, ne? Ja. Es ist eine Frechheit, dass das nur 14.000 Aufrufe hat. Ja, der Algorithmus hat es tatsächlich... Ich glaube, Behind-the-Scenes-Videos werden generell abgestraft. Ja, das stimmt. Aber wir hätten einfach Real Talk da draus machen. Vielleicht kannst du den Titel nochmal ändern. Ja, ja. Ich glaube, dass das Thumbnail vielleicht nicht so doll ist. Hm. Ich weiß nicht. Ja. Kann ich dir den ganz müssen wir noch mal ein bisschen experimentieren. Aber diesen Monat haben wir gesagt, machen wir Behind the Scenes, um dann eben vorzubereiten. Ein Ball. Aber vielseitig einsetzbar. Nein, wir müssen sagen, wir haben uns einfach, ich sage ehrlich, das war strategisch. Ja. Dankeschön. Strategisch war es die falsche Entscheidung, das jetzt zu bringen. Das mag sein. Wir haben ja noch einen schönen Food Guide jetzt im Petto. Also zwei eigentlich. Ja, ja. Also der Plan ist das am 17. Nächster Sonntag. Da kommt ein Blockbuster. Das wird der Knaller werden. Wir haben einen berühmten Gast gehabt. Ja, und eben dann am 1.1. kommt nochmal ein... Der berühmtere Gast Blockbuster. Für YouTube Deutschland. Ja. Also da sind... Ich war nicht allein unterwegs, ich sag's euch schon mal so viel, ne? Da ist noch viel gekommen. Wann kommt das Kochbuch? Tim, wann kommt das Kochbuch? Nächstes Jahr machen wir das. Hoffentlich im ersten Teil des nächsten Jahres, also im ersten halben Teil des nächsten Jahres. Ja, ich schätze mal, Quartal 2 wäre schon sehr, sehr geil. Wir hängen uns auf jeden Fall dran. Chef vom Boss fragt, Reiskocherstatus, 2 Jahre, 5 Jahre oder werde ich damit später im Altenheim bekocht? Wir schauen, dass das nicht im Altenheim passieren wird. Aber ja, leider gerade kurzfristig, mittelfristig keine neuen Updates leider. Georgi Schor schreibt auf Deliziös, der Bernd sollte mal ein Video mit Stefan Pütz machen und einen Tag richtig clean Speisen servieren. Ich glaube, das könnte genial sein. Mit Stefan würde ich sofort was machen. Wir sind auch schon mal in Kontakt gewesen zu anderen Themen. Aber grundsätzlich unser Content unterscheidet sich schon sehr, ne? Muss man sagen. Keine Ahnung, ob die Bock drauf haben, mit so einem Fettsack was zu kochen. Ja. Michael Huth schreibt, ist eine Erdnusssoße in Planung? Das ist eine Katastrophe, Alter. Haben wir probiert? Ja. Ja. Das geht nicht. Inwiefern? Ja, da kannst du nicht ohne industrielle Hilfsmittel eine fertige Erdnusssoße zu machen, ne? Das ist keine Chance. Die Erdnusssoße musst du dir frisch zusammenrühren und dann essen. Und es gibt auch 1 Milliarde verschiedene Rezepte dazu, ne? Ich halte mich immer so in Richtung Indonesien auf, ne? Wenn ich Erdnusssoße koche und ich sage ganz ehrlich, das Allerbeste ist einfach, das fix zu Hause mit der crunchy Erdnussbutter zu machen, so, da bist du gut dran. Das ist auch sehr günstig. Oh, viel zu machen. Und guck mal, warum gibt es denn im Supermarkt keine geilen Erdnusssoßen? Das stimmt, ich habe gerade überlegt und dachte mir so, warte mal. Ja, das stimmt. Auch im Asialaden gibt es manchmal 1 oder 2 in so Gläsern. Mhm. Ja? Aber ansonsten sind es oftmals Pulver, die du mit Wasser anrührst. Da gibt es sehr gute Erdnusssoßen tatsächlich. Aber jo, was soll ich sagen? So, Brave One fragt, beste Sushi in Deutschland? Boah, der beste Japaner in Deutschland. Der beste Japaner in Deutschland, ich kenne nicht alle, deswegen kann ich das nicht sagen, aber der beste Japaner, also ein sehr guter Japaner ist in Düsseldorf, Nagaya auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Japaner in Deutschland. Das beste Sushi in Deutschland, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Sehr gutes Sushi gibt es in Frankfurt. Ich weiß es ja nur hier. Es gibt ja in jeder Stadt irgendwie einen geilen Sushi-Laden oder so, ne? Beste Sushi in Deutschland, kann ich dir nicht sagen. Ich sag dir, wo ich gerne Sushi esse, das ist im Sensakan in Frankfurt. Sensakan in Frankfurt macht sehr gutes Sushi. Ich glaube, Admin ist ready, oder? Peter sagt, dachte immer, Induktionswok ist nicht so richtig geil. Da liegst du vollkommen falsch. Induktionswok ist sehr, sehr geil, wenn du nicht einen 30 kW Gasbrenner zu Hause hast. Dann ist es besser. Ja? Ja. Hoffmann Wok aus Überzeugung oder wegen Kooperation? Nur wegen Geld. Ja. Ausschließlich. Ja. Nein, ich sage euch, Hoffmann-Kooperation, warum? Loyalität. Ich habe diese Produkte auf Herz und Nieren getestet.
Und ich sage euch ganz ehrlich, ich sage, es gibt in Deutschland keine besseren Pfannen als die von Hoffmann. Meine Erfahrung. Ja. Melly G schreibt, Admin, ich liebe dich. Wo? Deliziös. Bei Penny, die Saté-Soße, unfressbar. In Aachen, ja klar, war ich war schon mal. Gladbach, Tim. Ich küsse dein Auge, ich liebe dich auch. Ich bin neu im Küchenbereich. Was ist ein gutes Rezept für neuere wie ich, Clipking? Tim, was würdest du von, du bist ja jetzt auch, sag ich, keine Koryphäe in der Küche. Nee. Was würdest du denn empfehlen für einen Kochanfänger von unseren Rezepten? Welches ist einfach? Also prinzipiell die Asia-Rezepte tatsächlich, die sind einfach nachzumachen. Du brauchst nur die ganzen Soßen. Ja, oder halt. Was eine Überleitung. Ja, was eine Überleitung. Nee, aber. Brauchst du die hier? Dann natürlich diese Standard-deutschen Rezepte, wie beispielsweise ein Schnitzel oder hier ein Cordon Bleu. Schlammer Max kann ich sehr empfehlen, geiles Video gewesen. Ich habe auch noch eine schöne Frage, die ich gerne vorlesen würde. Und was auch immer ein Profi-Tipp ist, sind die ganzen Pastas. Die sind einfach... Stimmt, die Pasta-Gerichte, check die mal aus. Die sind schon sehr geil. Admin, willst du auch noch was vorlesen? Ja, weil es interessiert mich auch. Ich weiß zwar, dass sie den Gurkensalat sehr gut kann, aber kocht die Chefin auch sehr lecker. Ja. Wie hatte Mario Götze jetzt letztens, ich habe mit Eintracht mit Mario Götze zusammen gekocht, der hat immer gesagt, ja klar. Seine Standardantwort war, ja klar. Ja, na klar. Übrigens, der Mario Götze, der gestern mit der Eintracht zusammen die Bayern weggeknallt hat, 5:1. War das gestern? Ja. Gestern? Ja. Mhm. War gestern. Ja, das war gestern. Krass, gell? Dein Lieblingsküchengadget. Oh. Nee, der Kochwein muss nicht in den Kühlschrank. Den kannst du draußen stehen lassen. Tausendjährige Eier, nee, ekelhaft. Lieblingsküchengadget, der Admin. Ohne den geht nichts. Hallo? Ja. Die Chefin kocht auch ab und zu mal zu Hause, aber ja. Admin, können wir kochen was? Ja. Mach's mal hin. Schwein, süß-sauer. Mit Zuckerschocken. Ja. Du Scheiße, du Verbeugung. Wollt ihr nicht Chicken machen? Chicken Teriyaki wollen wir machen. Aber wir hatten ja gerade Teriyaki. Ja, eben, deswegen machen wir jetzt schon. Ach so. Alter, der Micha B. haut 2 Euro raus. Danke, Micha. Der Hoffmann Wok hat den 24-kW-Brenner überlebt. Ist das so? Oha. Das ist krass. Das ist krass. Gut, du kriegst ja eh, du hast ja eh lebenslang garantiert auf Verzugsfreiheit, ne? Also von daher. So eine halbe Ananas. Baby-Ananas. Schmeiß mal hin, das Fleisch. Wir machen uns schon mal so ein bisschen Ananas klein. Ihr könnt euch ja grob denken, was jetzt kommt, ne? Weil ich habe natürlich auch eine mega geile süß-saure Soße gemacht. Süß-saure Soßen gibt es natürlich fertige auf dem Markt wirklich reichlich, ne? Kann man nicht anders sagen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wo kriegen wir dann das Alleinstellungsmerkmal hin? Und da habe ich mir gedacht, die Zutaten sind ja relativ ähnlich, nur dass die natürlich mit viel mehr anderen Verdickungsmitteln und sowas arbeiten, ne? Weil das ja, die bestehen eigentlich überwiegend aus Wasser. Und das machen wir tatsächlich nicht. Ich komme über die Zutaten und ich komme über den Geschmack. Das ist mir wichtig. Ja. Jetzt werden viele schreien, oh, herzhaft und Ananas mit Obst obendrauf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Kann ich verstehen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese handelsüblichen süß-sauren Soßen und auch den Scheiß, den du irgendwie hier bei so einem billigen Chinesen kriegst, weißt du, kannst du nicht fressen. Admin, ich brauche noch so ein Ding zu marinieren. Mhm. Haust du dir schon wieder einen Strunk rein, du Irre? Ja, brutaler Strunk. Ja, das sehe ich auch so. Ihr seht ja, der Junge hat es nicht alle. Einfach. Das ist das Beste an der Ananas. Ich habe das noch nie gerade. Ich habe das noch nie gesehen. Dass jemand einen Strunk isst? Ich auch nicht. Das ist, mal, das ist wirklich lecker. Das mal probieren. Lass mal stecken. Ja. Kinders, Schweinerücken. So, ein bisschen Sehne oben runter. Verzeihung. Ich muss den Strunk noch retten. Der ist gut. Und dann schneiden wir uns den. Was machst du da, Admin? Voll abgespannt. Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die das hören können, was du da machst? Von den Kopfhörern. Aber der macht ja auch ASMR. Ja. Tim, willst du mal hier Werbung machen für euren Kanal? Ja, mache ich. Ja? Da könnt ihr Admin beim Essen und Schmatzen zuhören. So, was ich jetzt mache ist, wir marinieren Schweinefleisch. Und zwar? Siehst du? Sven sagt auch, Strunk ist super. Ach du Scheiße. Ich kann es nicht glauben. Meint ihr das ernst, oder? Ja? Mhm. Was ist mit dir los eigentlich, Alex? Ja. Was machst denn du da? Ich schau, dass der Fokus. Ich schau, dass der Fokus da ist. Siehst du, Ralf schreibt auch. Schon von Ananas ist der gesündeste Teil und schmeckt super lecker. Ja, perfekt. Ihr Irren.
Ja. Jetzt macht er aber ein bisschen viel Werbung. Jetzt macht Guck mal her. Wenn ich jetzt die Kamera hätte, Alter. Mein Gott. Laufflash 2.0. Holt die Kamera, holt die Handys raus. Hui. Fast so schlimm wie die Chefin. Ja. So, Kinder, so, jetzt haben wir hier Schweinerücken genommen. Ihr könnt auch Nacken nehmen. Ich sag mal, der Schweinerücken ist hier auf jeden Fall auf deinen Nacken. Für mich die erste Mal. Ist auch geil, was für Worte die Jugend hier so triggert. Ja, okay. Abmino. Ja. Wir machen ein bisschen Five Spice rein. Auch versandkostenfrei. Das ist der so übrigens, ja. Die Gewürze auch alle versandkostenfrei heute. Alles im Shop ist versandkostenfrei. Ja, richtig. Grillmatte, alles. Ja. So, Adminos. Mhm. Ein Eiweiß bitte. Mhm. Salz bitte. Welches Salz? Ein schönes. Ein gutes. Ja. Ein räudiges. Oh, ah ja, hier. Ich esse immer nur die Schale von der Ananas. Admin auch. Island Boy. War das nicht sogar. Nee, das war das zweite Video, was wir zusammen gedreht haben, gell? Was denn? Die auf Deliziös, die. Das also, verbessern, der Island, das Island Boy Ananas Clips. TikTok-Rezepte. Ja, TikTok-Rezepte, genau. Was ist denn eigentlich mit Armin los? Wer ist eigentlich Armin, ist mal die Frage. Ja. Amino, ja. Noch ein bisschen Pfeffer. Aha. Ereng, Pfeffer. Danke für den geilen Content und die geilen Rezepte. Danke für die Rose. Ah, nee, ist die falsche Seite. Du machst das viel zu gut. Danke für die Rose. Danke für deine Geteilung. Für die Gains. Verstehst du das? Ja. Für die Gains. So, Armin, ein Eiweiß bitte. Mhm. Bands Gesicht als Druck. Bands Gesicht als Druck, als Armin sagt, wie tot ist. Schunk ist halt einfach das Beste. Eiweiß bitte. Armin Mai, bist du echt kacke. Reicht dir einer? Ich sehe mal gleich. So, aber kleine Eier hast du da. Eier vom spitzen Bube. Wie geil, Adem. Adem. Armin, jetzt Adem. Adem. Jetzt eigentlich. Das wird noch so wie Benedict Cumberbatch. Auch komplett los. Ich so, Armino, ich ja auch noch ein bisschen Ding. Armin Ritter, Digga. Ich ja, Mann. Wir haben das gemacht. Ey, Admin. Ja. Komm, wir brauchen ein Ding. Was denn? Du warst ja jetzt auch schon ein paar Mal dabei. Du weißt ja, wie man es kocht. Bitte helfen Sie Stärke. Mir. Yes, Baby. Du sagst es doch. Stärke. Und ein bisschen Sojasauce. Welche? Die schöne. Die helle, die dunkle, die normale. Normal. Mal einen Schluck rein hier. Freak. Eieieiei. Schluck. Sehr, ja. Ich kann mal ein Mikro. Du musst ja die Säure von der Ananas neutralisieren. Da hast du recht. So, Dille. So, jetzt bauen wir mal hier schön fetten Löffel Dings rein. Drüber verteilt bitte. Stärke kommt drauf, Kinder. Reicht das? Ja, drüber verteilt. Sehen wir gleich. Ich sag nein. Ich sag auch nein. Noch ein? Was war das? Das ist schwierig. Ah, ist das schon wieder? Ich sag ja, es ist schwierig. Sind das die Zwiebeln oder was? Nee, das ist die Ananas. Das ist der Strunk. Jetzt rächt sich's. Ja? So, können wir mal kurz aufs Brett gehen? Noch ein bisschen abnehmen. Kleines bisschen. So, was, gut, was wir jetzt hier gemacht haben, ist Schweinerücken gewürfelt. Ein bisschen Soja, ein bisschen Five Spice und ein bisschen Salz und Pfeffer haben wir hier nur dran gemacht. So, und jetzt haben wir hier Stärke mit drauf gemacht. Und die Stärke und das Eiklar, das bewirkt jetzt, dass sich hier drum so eine geile ja, Kruste bildet. Ne? Jetzt gehen wir rüber zur Fritteuse. Jetzt ist auch noch ein Achim dabei. Adino? Ja. Wir wollen ja nicht, dass die hier festhängt. Mhm. Soll ich wackeln? Ja. Ahmed ist auch da. Ahmed ist auch da. Katrin schreibt, guten Abend, gibt es heute Dessert oder drückst du dich wieder? Nee, asiatische Dessert, es gibt Chef vom Boss schreibt, hallo Tim Schwester. Heb mal hoch, mal gucken. Kippt's aneinander.
Ja, es klebt. Pass auf. Ui. Ja, Vorsicht, lass mal. Jetzt wieder ein bisschen. Das darf nicht zusammenhängen, Abel, ne? Schwierig. Warum? Könnten auch gleich töpfern. könnt ihr mal mir das Bild. Bitte klippt das irgendeiner. Was ist für ein Bild? Was ist mein Handy? Hey, bleib doch hier jetzt! Ach nee. Könnt ihr mal aufhören, den Alvin zu mobben? Jetzt weiß ich, was du meinst. Haram. Haram. Oh, Bockspachtel bitte. Huiuiui. Wir brauchen noch ein bisschen Gemüse für unser. Paprika? Ja. Boah, geil. Seht ihr das hier? Guck mal. Ja, so geil. Krass, oder? Es hängt nur so ein kleines bisschen aneinander. Und wenn ihr das macht, ne? Ich kann einfach nicht mehr. Bleibt so geil saftig. Übrigens, wer keine Fritteuse hat, ihr könnt auch einfach im Hoffmann Wok oder in den Topf frittieren, ne? Das ist jetzt kein Problem. Stark, Baby. So, jetzt machen wir uns hier drüben mal. Also ein bisschen Papier drauf. Adminos. Ja, komm. Zwiebel brauchen wir nicht. Brauchst keine? Ich nehme noch ein Pak-Choi. Mhm. Obwohl, wir machen, ja doch, ein Pak-Choi, ein bisschen. Aber Zwiebel keine? Nee, erstmal nicht. Gut. Eine rote Paprika. Ihr müsst vorlesen, dann kann ich mitlachen. Wann kommt Entschuldigung, wann kommt Aachen Food Guide? Wer kommt? Aachen Food Guide. Ja, jegliche Wordpanzett sind alle. Weil von A dabei ist aktuell schwierig für den Tim, glaube ich. Steht wieder eins. Steht wieder. Ah, ja, Leute. Wieso heißt der Edwin jetzt Alvin? Alvin. Alvin. Aber ich brauche auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall Erbsen. Ja. Kleine Schälchen. So, ich schneide mir hier so ein bisschen Paprika zurecht. Tim, was los? Aber wir sparen uns den Pak-Choi hier. Mhm. Achtung. Mach dafür mehr Ananas rein. Zum Glück ohne Strunk. Tim ist, glaube ich, gerade kurz außer Gefecht. Das ist gut möglich. Timmerland, bist du da? Bielefeld Food Guide, ja, der kommt doch. Castrop Rauxel wollten wir auch noch hin. Gibt's das? So, guck mal hier. Herd von oben. Knusprig gebackene Schwein. Wartet jetzt hier auf uns. Aber wir probieren eins. Gerne. Aber ist Haram, Bruder. Sag nicht schlimm. Ich heiße Achim. Achim. Armin. Admin und die Chipmunks. Das ist vorbei. So, Kinder, Wok an. Und ihr seht, wie einfach das ist. Ihr macht euch euer Schweinefleisch, ihr müsst das ja nicht frittieren, ihr könnt es natürlich auch backen. Oder ihr könnt es auch einfach braten. Ja? Brauchst du die Bambus? Bambu, ja, wichtig. Stimmt, Bambu. Coole Rezepte für Marinaden für einen geilen Grillabend. Willst du den Viertel Chinakohl noch haben? Nee, in dem Fall hier nicht. Mhm. Was ich will, ist ein bisschen. Mach mal auf. Fetter. Was ist denn jetzt? Somalia Food Guide. Okay. Haben wir das? Wo? Geil. Ich sage bei gut und scharf, das ist es, Uli. Der.
Timmy, jetzt alles okay bei dir? Ich glaube, wir haben den Timmy verloren. Ja, das ist so eine Drecksbrand. Kauft keinen Bambus von Diamond. Der ist einfach nur Schrott. Kann man nicht anders sagen. Schmeckt einfach nach Wasser, das Zeug. Es hat nicht diesen... Hol mal. Komm, Alex, komm mal bitte her, probier das mal. Das Bambus, das... Das ist so ein Müll. Ja? Ist einfach nur im Wasser drin. Ja, das ist so ein Müll, das schmeckt einfach nach gar nichts. Literally zero. Ja, wirklich, das kann ich mit verbundenen Augen nicht erkennen. Ja? Und was du ja willst, ist dieser geile Bambussaft eigentlich. Ne? Der macht ja so einen Special Flavor auch da rein. Und Diamond ist ja eigentlich eine bekannte Brand. Steht in jedem Asialaden, der Schmutz. Ne? Der Reisessig von denen ist zum Beispiel geil. Ich habe noch nie einen Bambus geschmeckt, der so Der ist wirklich gar mega flach. Gar nichts. Ne? Kann echt gar nichts. Wow. Lieber schnell noch ein Stück Schwein. Boah, ist geil. Oh, Schwein darfst du auch probieren, wenn du willst. Ja, da komm ich. Ja, du klein. Ist halt die Frage, ob da noch ein Schwung dabei wäre. Dann schmeckt der vielleicht. Okay. Mmh. Okay, geil. Dann machen wir hier schon mal die Paprika rein. Und jetzt seht ihr mal, wie schnell das geht gleich. Den dreckigen Bambus noch dabei. Und ja, hast du da auch. Sieht da von außen gar nicht so reif aus. So, jetzt wird die erstmal. Paprika, gebrate. Was auch noch geil reingeht, Karotte. Ich finde, alles, was ein bisschen Süße hat, kann damit rein. Das ist ja auf jeden Fall ein süß-klebriges Gericht. Und was ich mir tatsächlich nachher immer noch mache, ist, ich mache mir, wenn ich so ein, beim Chinesen was Süßeres bestelle, mache ich mir immer noch Chilisauce drauf. Voll geil. Der Daniel Liebert schreibt, geil, vorgestern gekauft. Ich gehe davon aus, er hat hier die Bambussprossen von Diamond geholt. Ja. Brave One schreibt, wann kommt Pulled Pork Sandwich? Nie. Also nie. Warum? Hier persische Gerichte, besonders Kebab wäre eine Idee. Ja, mal abnehmen, ich hab schon ein persisches Gericht ausgesucht von meiner Mutter. Ja. Das ist sehr gut. Ja, gut. Wird ein bisschen umgewandelt. Wir können eine Serie starten. Eine Serie? Ja. Bernd und Admin kochen. Bernd und Tim kochen. Mhm. Können wir machen. Admin macht persische Gerichte. Auch keine Ahnung. Admin, ja. Öffne bitte die süße Aromasoße für mich. Ja, die jetzt wird's geil. Schwein geht jetzt nochmal in die Fritte. Vorgebreitet, immer wieder Höhlung. Gut schütteln. Bitte was? Die Flaschen meine ich. Vorgebraucht, immer wieder gut schütteln. Schütteln, schütteln. Schon besser. So. Sag's euch jetzt direkt, die krasseste süß-saure Soße, die man fertig auf dem Markt kaufen kann. Stellt mich auf die Probe, besorgt euch das Bundle. Wer nicht weiß, wie und wo und was es da alles gibt, Tim, zeig's den Leuten nochmal. Und sag mir Bescheid, wenn du wieder da bist. Uli, der Bock ist geisteskrank. Wir sind wieder da. Sehr schön. Also, das ist unser Wok-Bundle quasi. Danke, könnt ihr heute kaufen. Zum super Sonderangebot und ohne Versandkosten für alle Artikel bei uns im Shop. Krass. Aber nur solange der Stream live ist. Also natürlich nur solange der Stream läuft. Wie viel hast du noch? Gibt es noch ein paar Bundles? 70 Stück habe ich noch da. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja, ich gucke gerade nochmal. Leute, jetzt kommt die geile süß-saure Soße hier rein. Guckt euch an. Yep, das 70 ist jetzt nicht Stück. Mal eine halbe Flasche gewesen. Ein paar Erbsen oben drauf. Ich finde, die sind eine Pflicht da drin. Einmal kurz hier getaucht. Wieder länglich. Können wir machen, ja. So, Schweinefleisch nochmal getaucht. Rein damit. Und jetzt ist das wichtig hier. Das müsst ihr machen. Ups. So. Und dazu geht jetzt ein bisschen frische Ananas. Boah, geil, Alter. Bringt Süße. Mmh. Ist auf jeden Fall der Hammer.
Hast du da eine Bambusmarke, die du tatsächlich stattdessen empfehlen kannst? Oder was habe ich? Eine Bambusmarke oder eine Marke? Ja, die von... also eigentlich alles, was in so frische Päckchen im Asiamarkt liegt, ist gut. Weißt du, so abgepackt. Mhm. Und alle, wo ihr nicht lesen könnt, was draufsteht, die sind tendenziell auch gut. Und wo es dann Ingwer ist. Ja. Guckt euch das mal an hier, bitte. Ist das nicht brutal? Für wie viele Gerichte reicht so eine Flasche? Also, guck mal, der Wok hier ist voll. Da sind 300 Gramm Schweinefleisch drin, Gemüse. Und die Flasche ist jetzt, wie viel ist das? Ist nicht die Hälfte, ist ein gutes Drittel, sag ich mal. Ja. Ein gutes Drittel ist weg. Also 2 bis 3 Familienportionen hier kriegst du damit hin. Ja? Und du entscheidest natürlich immer, wie viel Soße muss da drin sein. Jetzt guckt euch das mal hier bitte an. Seid ihr auf der Herdcam oben? Ja. Jetzt sag mal bitte, wie geil das aussieht. Die schmeckt halt einfach authentisch. Hat nichts mit diesem Schrott zu tun, weißt du? Brutal, Alter. Dann kannst du wieder die Flaschen wegmachen vom Brettchen. Dankeschön. Flaschen? Geht das so? Wie viel Milliliter auf wie viel Gramm Fleisch? Ach, das musst du nach Gefühl machen. Genau, ja? Oder frei nach Schnauze war die Frage. Ja, ja. So, guckt euch das an. Sesam, wo? Ach so, hier. Bällchen. Und Admin, ihr zwei Süßen. Wie oft muss man euch beides erzählen? Wie oft? Immer. So, hier auch wieder ein bisschen Sesam zur Deko drauf. Hier, zack, ein bisschen was Schwarzes. Leute, ich probiere ein Stück und dann komme ich rüber zum Tim und muss einmal angucken, was hier los ist. Einfach geil. Armin, schieb mal ein kleines bisschen nach vorne. Richtung Tim. Sehr schön. Ist das nicht wunderschön? Eins im Chat, wer es geil findet. Ja, wir holen das Fleisch immer frisch. Eins im Chat, wer findet es optisch ansprechend? Wer hätte Bock jetzt mit uns zu essen? Und wie gesagt, wer keinen Bock hat, sich die Soße zu kaufen, kann sie sich auch selber machen. Chef vom Boss sagt Thai Pride oder Aroy D. Sind Aroy D ist gut. Ah ja, okay. Ja. So, probieren wir. Da fliegen die Einser. Wer traut sich? Komm her. Wo ist mein Löffel? Boah. Das Ding ist, normalerweise bin ich eigentlich gar nicht so ein süß-sauer Fan. Mhm. Also bin ich gespannt, wie die performt. Ich auch nicht. Da jetzt ein bisschen Hot Soße noch drauf. Oder mehr Soße oder je nachdem, weißt du? So wie sie sein muss. Nee, kommt geil. Sie ist süß, sauer, sie ist klebrig. Ich finde, das ist auch der absolut richtige Weg, das Fleisch so zu machen. Tim? Du bist ja nicht so eine süß-sauer sonst, gell? Nee, tatsächlich nicht. Ist super. Ich finde es auch top. Wäre jetzt die letzte von den Soßen, die ich auswählen würde beim Chinesen oder wenn ich zu Hause koche. Wegen persönlichem Gusto natürlich auch, ne? Ja. Kochen im Tal hat gerade 5 Mitgliedschaften verschenkt. Ja, aber auch weil es nicht so unnötig pappig ist, ne? Also. Vielen herzlichen Dank. Stefan, geiler Typ. Ey, die Leute warten immer noch drauf, dass wir endlich mal was zusammen machen. Ich muss ehrlich sein, es liegt, glaube ich, aktuell mehr an mir als an ihm. Leute. Wer es noch nicht gemacht hat, Kochen im Tal, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein sehr geiler YouTube-Kanal, ein aufstrebender YouTube-Kanal, die wirklich fachlich fundiert und gut kochen. Bis jetzt teile ich seine Meinung, bis auf die über MSG. Geil, Alter. Oha. Also,
Ich brauche wie immer ehrliche Meinung vom Alex zuerst. Persönliches Gusto. Mhm. Ja, von all den drei Soßen wäre süß-sauer, glaube ich, meine, die am wenigsten bei mir abgeht. Aber von allen süß-sauren Geschmäckern ist das, ich kann mich nicht erinnern, eine bessere süß-saure Soße gegessen zu haben. Aber wie gesagt, ich esse sie jetzt auch nicht krass häufig. Eine fertige, die ist oftmals noch ein bisschen klebriger und so weiter, ja. Aber das liegt einfach daran, die kannst du länger einkochen lassen, ne? Das ist auch okay. Wenn du die noch weiter runterkochst, zieht die sich auch nochmal hier so wie richtig, da ist Zucker drin, logischerweise, ne? Und Ananassaft. Und wir nehmen frischen Ananassaft, ne? Das ist halt auch krass einfach. Aber das ist genau der Punkt, das meine ich mit dem vorne, es ist nicht so unnötig süß. Ja, süß-klebrig einfach nur. Also du merkst, es ist immer noch sophisticated. Das ist einfach nur ein gut ausbalanciertes Geschmacksbild. Und da hast du auch noch 5 ja. Mitgliedschaften raus. Kasi Asi, vielen, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Wer profitiert davon? Leute, schnappt euch jetzt eine Kanalmitgliedschaft, die der Carsten verschenkt hat. ProVenture, Stefan, Daniel, ja, lass mal gucken, Mario. Bernd, was würdest du sagen, statt Ananas, Mandarine oder Orange oder Mango habe ich vorhin auch gelesen. Mango geht bestimmt auch geil ab. Ich finde halt Ananas geil. Mhm. Ja. Hm. Tipptopp. Hm. Ich finde, wir haben es geil gemacht. Mhm. Ey. Hab mich lange noch einen richtigen Knaller machen. Mmh. Krass, dann gehen wir heute gar nicht sold out. Der Jörg schreibt, zeig noch mal die Soßen. Gerade passiert. In diesem Moment. So muss das. Mmh. Okay. Okay. Mango wäre super gewesen. Ja, Mango glaube ich hätte ich auch. Also, ja. Das kann ich immer noch mal süß-sauer mit Mango, das fühle ich. Können wir mal machen. Warum nicht? Ja, warum hier nicht einfach Mango mit reinschneiden? Das geht ja auch geil. Ja, einfach. Einfach die Ananas weglassen. Ja. So, Admin. Mhm. Eine Mal noch, bitte. Eine geht noch. Ich wäre beim Saubermachen noch offen für ein paar Fragen, wenn ihr welche habt. Nein. anstatt Ananas vielleicht die Mandarinen oder Orangen. Was sagst du dazu? Ja, geht bestimmt beides. Aber ich würde sogar, weißt du, was ich sogar machen würde? Ich würde sogar so Dosenmandarinen nehmen, Alter. Die sind bestimmt auch geil. Nackige Mädchen. Das würde ich gerne meinem japanischen Bart verspeisen, okay? Ein Gericht geht noch. Eine geht noch, klar. Damit gemeint. Ja, ich habe die Fake-Accounts auf TikTok auf dem Schirm. TikTok macht nichts dagegen. Nee. Was soll ich euch sagen? Jemand noch ein Stück Ananas? Nee, oh ja, ich habe noch keins gehabt. Hm. Oha, das war ein schlechter Weg. War das eure Weihnachtsfeier? Der Rewe macht an dem Tag richtig Umsatz. Chef vom Boss, haut nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Ah ja, danke schön. Chef vom Boss, herzlichen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. George Clooney, vielen Dank dir auch. Marc fragt meine Lieblingsbands. Ich habe eigentlich keine Bands. Ich habe ein Lieblingslabel. Freunde von niemand aus Frankfurt. Pak Choi oder China Kohl, fragt der Mario. Beides geil. Ich finde beides sehr, sehr geil. Aber ich glaube, Pak Choi ist kurz vorne. Kevin fragt, kannst du Grillmarinade empfehlen? Ja, Magic Dust. Heute auch Versandkosten. Haben wir welche da? Hat man im Shop aktuell? Nee, okay. Leider. Ist leider ausverkauft gerade. Aber ja, die beste Grillmarinade, die ich kenne, ist unser Magic Dust. Was haben wir? Benutzt ihr Knoblauch in der Teriyaki-Soße? Admin? Wollen wir schnell nachschauen. Aber. Er kocht wirklich viele Soßen. Ja, ist drin in der Teriyaki-Soße. Muss ja auch drin sein. Ist das so? Man kann die ja selber kochen auch. Ja. Ja. Versand der 3 Soßen ab 18, ist das korrekt? Ab 18.
Ja. Ab, also, ja. Ich wollte schon sagen, ab 18. Hm? Genau, wir verschicken die ab 18. Genau, weil die so verdammt sexy sind. Ja, weil die so sexy sind. Nee, ab dem 18. erst aus folgendem Grund. Wir etikettieren natürlich auch per Hand. Die sind jetzt, ja, das geht morgen los, ne, Admin? Ja. Und ja, es sind ja relativ viele, deswegen, ich sag mal so, spätestens am 18. gehen die raus. Richtig? Mhm. Ja. Ja, ja. Was wünscht sich Admin zu Weihnachten? Ja. Mal richtig schön was aus dem Maul. ich wünsche mir eigentlich nichts. Gibt's nichts, was du dir wünschst? Nö. Das ist crazy. Keine. Manuel, danke. Kannst du mal Gyoza machen? Was war bisher dein schönster, spannendster Moment in der Gastro-Karriere, worauf du im Rückblick am stolzesten, beziehungsweise was hättest du anders gemacht? Mein schönster und spannendster, aber das ist natürlich, puh. Mein schönster und spannendster Moment in deiner Gastro-Karriere, worauf bist du im Rückblick am stolzesten? Also ist relativ aktuell. Worauf ich sehr stolz bin, ist, als wir letztes Jahr zu unserer Weihnachtsfeier gefahren sind. Das fand ich cool. Wir haben einfach einen kompletten Reisebus voller Mitarbeiter gehabt. Ja? Und das sind wirklich alles coole Leute. Alles Experten. Und ja, das hat mich sehr stolz gemacht. Ne? Ich habe vorne in den Bus gehockt, habe mich umgedreht und habe hinten reingeguckt. Und da saßen halt alles. Und ich mag jeden Einzelnen davon. Weißt du, so, es ist ja, bei uns arbeitet irgendwie, bei uns arbeiten keine Arschlöcher. Das ist schon mal geil. Das ist aber auf jeden Fall eine Nummer, wo ich sehr stolz drauf bin. Ja. Ja, Hoffmann-Geschirr, Perfect Bite Soßen. Du nervst nicht, keine Sorge. Nochmal was? Ja, Hoffmann-Geschirr, Perfect Bite Soßen. Was kommt als nächstes? Warte noch auf die Enttäuschung. Hammer-Empfehlung. Das ist das, wir wählen das gut aus. Ich sag's euch ehrlich, ne? Wir machen, ich werde euch keinen Schrott zeigen. So, das ist einfach so. Ne? Und auch hier bei den bisschen, ja, ich habe einen Account auf Twitter, ehemalig Twitter X. Wir machen keinen Scheiß hier. Ihr müsst euch das auch nicht kaufen. Mir ist das relativ wumpi. Ich will nur nicht, dass wieder irgendjemand sagt, ich kann mir das nicht nachkochen, weil ich mir die ganzen Soßen nicht kaufen kann oder so. Hier diese drei Soßen, heute zum absoluten Spezialpreis. Kann sich jeder kaufen, der Bock drauf hat. Ja? Ich habe gerade noch gesehen, der Jörg hat geschrieben, wie und wo kann ich die Soßen kaufen. Die haben wir fleißig verlinkt, also in der Videobeschreibung oder im Chat angepinnt. Oh, genau, oben auch in den Kommentaren. Ja, das oben, ganz oben angepinnt. Brauchen wir die noch? Welchen Wein kann ich am besten zum Kochen benutzen? Den du trinkst am besten. Gibt es zu Weihnachten Gänsebraten? Boah, das könnte passieren. Ich finde eine gute Gans gut. Armin, möchtest du die Frage selber beantworten? Welches Gericht steht denn jetzt aktuell noch aus mit der Kantonsoße? Ach ja. Jetzt, wo du sagst. Ute, habe deine Soßen bestellt, freue mich drauf. Vielen Dank dafür, viel Spaß damit, du wirst begeistert sein. Ja, Marinaden ist halt, boah, ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von so viel Marinade. Ich mariniere immer kurz und hart. Das finde ich gut. Ja. Heutzutage. Wieso heuer kein 24 Christmas Content? Zeitliche Gründe. Leider, wir kriegen es nicht hin. Was ist denn eigentlich im Deliziös-Chat los? Da läuft gar nichts, Alex. Ja, es ist ein bisschen ruhig geworden. Ja, was ist das denn für ein Chat? Leute. Eins in den Chat im Deliziös-Chat. Ja, seid ihr noch da, Deliziös-Chat? Komm, ballert mal den Chat voll mit ein paar Emojis und sowas. Das ist der Grund, warum die Leute sich auf Twitter wohler fühlen. Da geht es im Chat einfach mehr ab. Komm, ballert mal was rein jetzt, Kinder. Ich meine aber schon Jux42 oder so. Habe ich schon gesehen, war vorhin bei Deliziös und ist jetzt, glaube ich, trans. Hey, Brave One, wir kommen, wenn wir in Dublin sind, sind wir bei dir. Danke für die Antwort. Was sind deine zukünftigen Ziele und Projekte? Oh, da können wir mal, da kann man den Podcast empfehlen, ne? Ey, können wir den eigentlich auch mal rein, also bitte. Leute. Ganzes Burner. Der Kasi schreibt mit zwei. Da sind die Einser. MAD von den Soßen ist aktuell von der Charge 12.02.2025. Das kann man mal machen, oder? Ich habe noch gesehen, wie lange sind die Soßen denn offen haltbar im Kühlschrank? Ich sag locker. Admin, was sagst du? Ich sag, wenn man sauber mit umgegangen ist, 2 Wochen. Ja, ich hätte sogar einen Monat gesagt. Ja, ich sag auch einen Monat, aber ich sag vorsichtig 2 Wochen. FFM Cuts, wann kann man mich live sehen? Wenn man mir auf Instagram folgt. Ja, Tim? Instagram? Ja, da live. Sieht man meine Insta-Stories.
Ja, jetzt sehe ich es gerade. Jux ist in beiden Streams da und kommentiert in beiden Streams. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Brauchen wir beide? Ja, wahrscheinlich, oder? Was denn? Einer erstmal. Guck mal, leg die mal aufs Brett. Zeig mal, ob die Leute das kennen. Pack die mal aus schon mal. Hast du die Verpackung noch da? In dem anderen. Nachdem ich dich vorhin schon gefragt ja. habe? Ah, okay. Perfekt. Leute, wer kennt dieses Produkt hier? Mach mal, geh mal vorne aufs Brett, dass die Leute es sehen. Klar gibt es den Podcast auch auf Spotify. Perfect Bite heißt der. So, muss aufpassen, ich habe hier aus den in die Schale eingeschnitten. Ja, die holen wir da raus. Guck mal hier. Ist einfach geil. So, wer kennt dieses Produkt? Halbe Ente entbeint. Aber wir brauchen Schälchen, Stärke. Oder mach Mehl, ein Löffel Stärke und ein bisschen Wasser. Und Pinsel. Kennt ihr das Produkt hier? Genau, die große Ente. Das ist eine halbe Ente, entbeint. Guck mal, ich drehe sie nochmal um. Seht ihr das? Die ist komplett ausgelöst und gegart. Und das ist das, was ich bekomme. Genau das kriegst du bei deinem Chinesen auch. Achtung. Ja. Ja? Ja? Glaube mir. Was, Bruder? Ja, aber wo das her ist? Wo, genau, wo ist das her? Ah, die ist Edeka, ne? Ja. Edeka. Oder Rewe? Edeka. Edeka. Habe ich, glaube ich, noch nie so gesehen. Ist ein Saisonartikel. Ah. Oftmals. Gibt es in der Tiefkühltruhe. Ja? Okay. Heißt halbe Ente. Große Ente, oder wie heißt das, gell? Ja. So. Welchen Weihnachtsmarkt kannst du empfehlen? Straßburg nicht. Frankfurt war gut. Ja. Tim? Wiesbaden war gut. Ja. München war auch sehr schön. Ja. München auch gut? Mhm. Ja, weiß jetzt nicht, aber. So, dann Bock. Mhm. Mäus. Mhm. Julian fragt, ob ich Sturmi kenne. Ja, na klar. Leider nicht persönlich, aber wenn der Bock hat, jederzeit. Kochkäse. Oh, ja, das ist ja. Los, Ente die Fritteuse, Erdnusssoße drauf. Fast, wäre schon was. Fast. Im Asiamarkt gibt es die eigentlich auch immer, ja? Gefroren, die halbe Ente. Hat Katrin recht. Ja? So. Das ist wahrscheinlich zu viel Wasser. Ah, wohl geht. Geht. Sehr gut. Und dann machen wir uns. Ich probiere es gerade mal aus. Könnt ihr das auch? Ja, guck mal, wir machen hier, probieren mal so ein Stückchen. Die werden von beiden Seiten so ein bisschen mit Mehl und Herbig, Stärke. Greta, haut einen Fubi raus und schreibt wie immer top. Das ist ja der absolute Hammer. Herbig, Greta, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Das ist auf jeden Fall, klatsch für ihn bitte, jetzt sofort alle. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Fubi. Du bist der absolute Wahnsinn, du bist ein Ehrenmann. Herzlichen Dank für deine Unterstützung und die damit entgegengebrachte Wertschätzung für unseren Content. Das freut uns sehr. Und es zahlt die Ente. Das ist gut. Ja? Vielen, vielen Dank dafür. Admin. Ja? Was haben wir für ein Gemüse? Das ist eine gute Frage. Chinakohl. Gucken, was wir. Pak Choi. Reicht dir der Viertel Chinakohl oder der halbe? Ja, der Viertel reicht. Pak Choi. Chinakohl. Zwiebel, halb. Paprika nehme ich mal an? Nein. Nicht? Nee. Ach, stimmt ja. Lieber ja. Karotte. Eine. Paprika welche? Karotte, keine. Keine? Ja, gibt die rote. Ah ja. So, eine halbe Zwiebel nehme ich. Boah, das wird auch geil, Alter. Jetzt machen wir die geile Kantonente. Und dafür ist diese Soße halt einfach so brutal gut. Das ergänzt sich halt einfach. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Einfacher geht's doch gar nicht. Du hast hier eine geile auseinandergenommene Ente. Killer. Einfach Killer. Jetzt gehen wir die hier ganz gemütlich weg. Und das hier ist der Grund dafür, warum es immer so knusprig ist. Ne? Das ist eine Mischung aus Stärke, Mehl und Wasser. Damit werden wir die jetzt gleich so ein bisschen einstreichen. Gell, Admino? Mhm. Und dann wird die nämlich so schön crispy. Danke. Marcel fragt, gibt es die Suche auch einzeln, Soßen auch einzeln zu kaufen? Heute nicht, aber wird es irgendwann geben. Aber heute im ersten Drop leider nicht.
Dafür aber reduziert und mit freiem Versand. Das stimmt, ja. Dafür heute deutlich unter dem Preis. Und Versand kostenfrei, zusammen mit allen anderen Artikeln. Unsere Gewürze. Leute, falls ihr euch nicht mit Gewürzen eingedeckt habt, ich kann es euch nur empfehlen. Ne? Allein dieser Meat Booster, das Zeug hier. Also ich sag dir euch ganz ehrlich, wem das nicht schmeckt, der soll mir es gerade zurückschicken. Ich sag's jetzt, wie es ist. Also, das ist ja der absolute Hit. Tim, Meat Booster. Was fällt dir dazu ein? Liebe. Ha? Liebe auf den ersten Liebe, Blick. Liebe, gell? Ja. Sehr schön, danke, Admino. Gerne doch. So, jetzt schneiden wir uns hier ein bisschen Karotte dazu. Ich habe es gestern tatsächlich, den Meat Booster, ich hatte einfach so ein bisschen Gemüse noch zu Hause und so eine mediterrane Gemüsepfanne gemacht und habe das da reingehauen. Und es ist einfach ein Booster, voll. Ja, es ist ein Booster. Ja. Ich sag dir, für mich am krassesten Steak, also am allerkrassesten auf Burger. Smash Burger mit dem Zeug. Also einfach anderes Level. Ja? Weil ich finde, es passt hervorragend zu dem Rindfleischgeschmack auch und so. Ja. So, jetzt gehen wir hier mal auf Vollgas, gell? Ja, das ist eine gute. Was ist die beste Entenmarinade? Eine zweite Ente zum Ummanteln. Eine Ente, die eine andere Ente in den Arm nimmt. Turducken. Ja. Meatbus der beste. Oh, der Waldabenteuer haut 2,50 raus. Sportsman, ja. Sido ist schon eingeladen und der hat auch schon zugesagt. Aber vielleicht müssen wir auch zu ihm fahren. Oh, ist ganz schön warm hier. Ja. Kannst du mal ein paar Fischgerichte machen von heimischen Fischen wie Forelle, Karpfen, Barsch, Zander, Hecht oder Schleier? Ach, Tim, erzähl du mal, warum wir wenig Fisch machen. Wie meinst du? Ja, warum wir nicht so viele Fischgerichte machen? Ich weiß nicht. Nicht? Hast du im letzten Stream noch drüber referiert? Ich? Ja. Ich glaube, das war jemand anderes. Weil du hast es auch sehr schön gesagt, wir haben es halt probiert und es kommt halt überhaupt nicht gut an. Ne? Ach so, das meinst du. Ja. Ja, Fisch wollte niemand sehen zu der Zeit und vielleicht suchen nicht so viele Leute nach Fischgerichten und dann macht es halt auch nicht so super viel Sinn, darüber Videos zu machen, wenn wir das dann auch in andere geile Sachen rein investieren können. Die Zeit. Wir haben heute Lachs gemacht. Oh, der war sehr gut. Ja. Lachs mag eigentlich jeder. Damit Sally. Welches Gemüse würdest du nie anpacken? Ich hasse Kaktusfeigen, aber das ist Obst, glaube ich, gell? Ja. Geil, Smiley fragt, gibt es nur 3 Flaschen für 40 Euro? In deinem Chat. Nur vor allem. Ja? Nur. Echt, da habe ich alles zugesagt. Ich habe vorhin, hast du noch gesehen, Nikolai wollte... Udon, genau. Ja, Mann. Hast du gesehen? Nikolai, grüße, Nele schaut dir auch zu und würde sich bestimmt freuen, wenn du sie grüßt. Nochmal bitte, wer? Nele schaut auch zu. Nele, mein Herz, schön, dass du dabei bist. Kann man das Rezept am nächsten Tag noch essen? Jo, wenn du noch kannst, ja klar. Also wir haben es nie ausprobiert, weil wir immer alles direkt leer essen. True. Ja, weil es so gut schmeckt. Also ich wäre ja für Palak Paneer. Mehr auf das Thema vegetarisches Essen. Joa. Ja, wir sind halt so, wir sind auch Fleischleute einfach, ne? Irgendwie so. Ja. Ja. Fischstäbchen können wir machen. Ja, war gerade auch die Frage bei Tim, dem kauf die Soßen unbedingt. Ich hab's gerade gesehen. Ich bring welche mit, ich schwör's. Nächste Woche gibt's China-Kram. Geil. Freu ich mich. Die Schwiegermutter. Ja, die Schwiegermutter. Ich bring was Geiles mit. Guck mal hier, habt ihr das gehört? Mhm. Ja. Willst du probieren? Ja, aber natürlich. Ich verstehe die Frage nicht. Wo ist der Meat Booster? Boah. Ist notiert. Mhm. Francis! Haut einen Zehner raus. Francis, vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Zehner für einen Zehner. Admin, sag lieb Danke, wenn du aufgegessen hast. Mhm. Wenn die Enten wüssten, wie köstlich sie sind, hätten die vor Ewigkeiten ihre Schnäbel gegen Reißzähne getauscht und sich selbst gefressen. Hendrich Ormel. Ach nee, der hat geändert den Namen, gell? Schade. Schade, Hendrich Ormel. So, Admin. Magst du die mal hier einpinseln drüben? Admin, ja, komm, wach auf, sonst nehme ich dir den Fernseher weg. Ja? Pinseln, schwierig. Da, oben ist er, da, oben. Wo denn? Ach, da. Ja. Muss ich ja erst mal sehen. So, unten ein bisschen mehr, oben ein bisschen weniger und dann schön ins Bad schicken, okay? Ja. Die Nele. Hat sich sehr gefreut. Das freut uns. Ja, das freut uns noch mehr.
Ja, Smiley, tut mir leid. Nee, es gibt keine 30 Flaschen für 30 Euro. Woher? Ja, wenn Admin vielleicht kostenlos arbeitet in Zukunft. Was? Dann können wir drüber reden. Admin, möchtest du dem Smiley deinen Gehalt spenden? Nein. Schade. Aber du hast so viel. Gönn ihm noch ein bisschen. Was Bernd hier an Mineralwasser weghaut, trinke ich beim Stream an Bier weg. Jürgen, Respekt. Ja? Ist genug, aber noch genug, ohne genug. Fehler geschrieben, insofern. Jetzt oben drauf noch ein bisschen. Muss in die Hand legen. Ja, geht schon los. Soll ich halten? So Leute, seht ihr, was der hier macht? Oben drauf ein bisschen weniger. Schön in die Ritzen, bis an den Rand bitte, sonst ist der Rand trocken. Guck mal, wir machen diese Kleister hier oben drauf, damit Punkt 1 die Haut schön knusprig wird und zweitens das Fleisch geschützt wird. Ja? Der so, Weltsicht haut einen Fünfer raus. Herzlichen Dank für den Fünfer. Vielen Dank. Beste. Okay, rein damit. Tauchen lassen. Oh. Zweite auch direkt, ja, die brauchen ein bisschen länger. Hier am Start. Oh. Genau, schön rein. Es muss gar nicht so viel sein. Es muss nur überall was sein. Genau, hier oben auch. Perfekt. Das wird nämlich schnell trocken sonst, weißt du? So, umgedreht. Perfekt. Sieht gut aus, Admin. Das wird der schöne, knusprige Haut gleich. So, dann fange ich schon mal an, Wok vorzubereiten. Hopp, rein damit. Hier nochmal, bis an den Rand. Sehr gut, Admin. Ich wollte es nicht sagen. Was denn? Schön in die Ritze. Schön in die Ritze. Der Carsten hat dich durchschaut. Oh mein Gott. Die Admins unter sich. So, wie haben wir den noch? Da gehen wir schon mal so ein bisschen. Aber guck, dass die da nicht festhängt, gell? Mhm. Sonst bist du gefickt nachher. Ha, hier. Ja. In die Ritze. In die Ritze. In die Ritze. Ey, schaut gut aus. Wer? Stimmt. Wer? Ich. Wer schaut gut aus? Ich. Wer schaut hier gut aus? So, Zwiebeln. Der mit dem Prachthaar. Prachthaar. Vollgas. Karotte mit rein. Zwiebeln mit rein. Bisschen hier vom dicken Pak Choi mit rein. Wunderschön wieder. Einfach wunderschön. So, hier draußen lassen wir die Sachen, die so ein bisschen länger dauern. Die lassen wir draußen. Und alles, was gut geht, geht hier rein. Abnehmen, was wir gleich noch dazu machen, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Sprossen dazu. Ja? Ja. Soll ich die schon mal hochlegen? Nee, die lässt jetzt hier mal schön. Okay. Die brauchen ihre Zeit. Dann hole ich mal die Sprossen raus. Ja, sehr gut. Hol ihn raus. Leute, letzte Chance jetzt auch. Wir sind beim letzten Gericht für heute. Lehrling Admin sagt er. Hi, ja. Wer sagt sowas? Raus. Der Ralf Gerke. Der Admin ist ausgelernter Koch. Kinders, ich sage euch gleich, ne? Hier, Versand kostenfrei und Vorzugspreis. Oh. Nur so lange, wie der Stream läuft. Ich habe ein E vergessen bei dem Spam. Was? Bei wem? Entdecken. Ja, Eintracht Frankfurt über alles. Was ist los? Nikolai HD mit einem Sechser. Nikolai, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Wir feiern deinen ersten Supersticker. Vielen, vielen Dank. Echsenfisch. Gar kein Knoblauch. Ist in der Soße drin. Hoffe ich. Ja. Ah, sieht gut aus. Müsste. Oh, wie schön das hier wegschüttet jetzt. Zwischendrin auch mal umdrehen. Sprossen hattest du schon gehabt, ne, gell? Was habe ich? Nee. Sprossen. Kommen wir zum Schluss. Leute, nochmal zusammengefasst. Tim, hau nochmal kurz den Einspieler rein, damit die Leute sehen, was hier geht. Machen wir. Doch, Katrin, der ist das tatsächlich. Der hat vorhin alle Zwiebeln alleine gefressen. Ja. So, das ist unser Wok-Soßen-Bundle. Gibt es heute zum Vorzugspreis. Versand kostenfrei zusammen mit allen anderen Artikeln aus unserem Shop. Ihr spart allein schon am Versand 7 Euro mindestens. Ja? Und natürlich im Bundle vom ersten Drop. Wir haben nicht mehr so viele. Also, wenn ihr euch entscheiden wollt, alles mal zu probieren, worüber wir uns sehr freuen würden, dann greift jetzt auf jeden Fall zu. Hattest du die Frage schon beantwortet, ob das die Panade ist, die du auch beim Chinamann bekommst? Bei genau, exakt dasselbe. Guck mal, hier können wir hier oben noch jetzt aufmachen. Yes. Guck mal, so sieht die aus jetzt. Die wird einfach geil, knusprig und schützt die Ente vorm Trockenwerden.
Wenn man es richtig bis in die Ritze schmiert. Waldabenteuer. Waldabenteuer macht 11,99. Vielen, vielen herzlichen Dank, Waldabenteuer. Dankeschön für deine Unterstützung. Ich brauche dringend einen Food Guide aus Lissabon. Wir auch, oder? Ja, wir auch. Lissabon ist geil. Wir auch. Ey, und wenn ihr einen geilen Bock braucht, den kriegt ihr bei Hoffmann. Kannst du auch nochmal reinschreiben. Hier, geiles China-Beilchen. Jetzt zu Weihnachten ist auch richtig geil zum Verschenken. Ihr könnt auch Soßen verschenken, ihr könnt Gewürze verschenken. Ja, alles, alles top, top, top. Wagyu Beef Cheeseburger mit Schimmelkäse. Was sagst du dazu? Ich sage entweder Wagyu oder Schimmelkäse. Aber wenn du Wagyu hast, dann finde ich geilen Fleischgeschmack ausreichend. Ohne Zaubermittel MSG. Oh, die Soße? Ja. Nee. Wenn du nur wüsstest. Chef vom Boss, 53 Bundles noch verfügbar und fragt nicht, woher ich das weiß. Bitte was? Chef vom Boss sagt, 53 Bundles noch verfügbar und fragt nicht, woher ich das weiß. Könnt ihr eventuell im Shop stehen? Nee, ich kann mich denken, wie das gemacht hat. Er hat einfach geguckt, wie viel noch verfügbar sind. Wie viel er noch bestellen kann. Ja. Kai, aka Strippenzieher, 5 Mitgliedschaften. Oh, Hendrik hat eine Mitgliedschaft bekommen. Hommel, endlich! Aber schade, dass er das nicht selbst bezahlt hat. Also das hätte er auch von sich aus machen können, ne? Was für eine Gott. Digga, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Stein. Ich gäbe jetzt scheiße, wenn mein Name auftauchen würde. Hat er keine Mitgliedschaft, oder was? Boah, warte mal, Admin, da reden wir nachher offline nochmal drüber. So, hier, Gemüse mit rein. Admin, magst du das hier nochmal ein bisschen Meatboostern? Meatboostern aber natürlich. Ja. Meatboostern kann ich. Ja, Food Guide Teneriffa. Ja, da bist du dabei, ja? 4 Stunden Flug, kommst du klar? Das geht noch. Okay. Bis 6 ist okay. Reicht das? Tim hat gerade gesagt, er will mit mir nach Dubai. Ja? Ja, er hat gesagt, bis 6 ist okay. Ich freue mich auf das Revival. Aber New York 8 war doch gut. Ja, war schwierig. Ich habe nur 2 mitbekommen. Ja, das ist schön für dich. Also ich habe 8 mitbekommen und zwar durchgehend. Ja. Ich kann einfach nicht schlafen beim Fliegen, das nervt des Todes. Naja. So, reicht das an? Ja, das reicht. Okay, gut. Gibt es eine vergleichbare Wokpfanne ohne Induktionsfunktion? Die hat ja keine Induktionsfunktion, sondern die ist induktionsgeeignet auch. Ne? Aber du kannst natürlich auch auf Gas kochen oder ganz normal auf Elektro. Der Carsten, unser Admin hier im Chat auch, Moderator, der kocht auch auf Elektro zu Hause und ich glaube, das funktioniert wunderbar. Ja? Guck mal, seht ihr, wie geil das aussieht hier? Was hältst du von Airfryern? Ich habe auch einen Airfryer zu Hause, finde ich geil. Mich haben schon viele angeschrieben mittlerweile, ob ich nicht mal eine Kooperation mache mit verschiedenen Airfryer-Herstellern. Die haben mich aber alle nicht gebockt. Also wenn der Richtige um die Ecke kommt, zeige ich euch auch einen geilen Airfryer. Weil ich finde es zum Beispiel, ich mache da drin meine Wedges, so Ofenkartoffeln und sowas. Das ist echt geil, ne? Guck mal, Admin, sieht das nicht lecker aus? Sieht sehr gut aus. Ja. Da gibt es auch eine neue Futur-Idee oder wie heißt es? Futur. Aber mir fällt das Wort nicht ein. Futur. Ja. Mir fällt was ein, während du überlegst. Tim, wie viele Leute sind in unserem Stream aktuell noch? 723. 723 Leute? 130. Ich wette, die Hälfte von den Leuten hat den Podcast noch nicht abonniert. Das kostet ja nichts. Und schmeckt gut. Können wir das machen? Perfect Bite Video Podcast. Bald auch mit Admin bei mir auf der Couch. Inshallah. Was, Bruder? Alex war bei mir auf der Couch. Oh. Nächste Woche kommt ein richtiger Knaller. Ja? Wir releasen jetzt aktuell 14-tägig. Ja? Gerade kam eine Weihnachtswerbung von Kikkoman. Das kann gut sein. Der Carsten fragt, ob die Limitation im Shop absichtlich ist. Ich würde jetzt sagen, ja, oder? Bevor kann ich zu 100% aussehen. Bestätigen. Ehrlich gesagt, erst nicht geglaubt. Das ist mega und klappt auch ohne Induktion. Sehr gut. Hitze bleibt brutal erhalten. Absicht. Vor allem im Kombi mit den Deckeln. Siehst du, das sind wahre Insider-Berichte von Leuten, die auch Elektro kochen mit diesem Wok hier. Ja, klar, der braucht einen Augenblick, bis er da ist, aber wenn er da ist, dann bleibt das auch. Ja? So, das hier sieht sehr, sehr gut aus. Admino, haben wir schon einen schönen Teller sauber, unseren asiatischen Deck? Ein anderer würde ja gar nicht gehen. Großen hier, der ist sofort sauber. Ein anderer würde ja gar nicht gehen, oder? Also die Idee für die Foodtour wäre die beste Verlobungslocation. Beste Verlobungslocations in Europa. Alex, bist dabei? Mallorca? Ich kenne einen tollen Laden. Boah, geil, Alter. Ey, freue ich mich jetzt schon drauf, was hier gleich passiert, gell? Jetzt brauchen wir noch ein kleines Tröpfchen Öl. Oh ja, Baby.
sage euch, diese Sprossen, ne, traut euch die mal richtig knackig anzubraten. Die entwickeln ein Aroma, das ist echt zum Allerfeinsten. Kälchen Reis machst du auch nochmal ab, Mino? Aber natürlich. Und jetzt kommt nämlich der Knaller, mein persönliches Highlight heute, ne, weil wir werden die Kantonsoße wieder zum Einsatz bringen jetzt gleich. Das ist auf jeden Fall ein mega krasses Produkt. Perfect Bite Hot Soße, tatsächlich heute auch versandkostenfrei, ne? Absolut. Versandkostenfrei zu kriegen, wer sie noch nicht probiert hat. Die absolut geil scharfe, trotzdem milde und sehr wohlschmeckende Hot Soße von uns. Mega geiles Rezept. Handarbeit, Manufakturarbeit von Admin und Yusuf gekocht. Und weil ich es vorhin nochmal gelesen habe, da war zumindest die Frage, ob wir nächsten Sonntag wieder streamen. Also erstmal hier Thema Sonderangebote und so weiter. Ist das heute vorerst mal der letzte Tag? Heute erstmal letzter Tag, was Sonderangebote betrifft. Ne? Insofern versandkostenfrei wird es am nächsten Sonntag nicht geben. Nee, das stimmt. Wir streamen auch nächsten Sonntag nicht. Heute ist erstmal wahrscheinlich für dieses Jahr der letzte Stream, oder, Timmy? Aktuell ja. Ja. Ist der Wok auch geeignet für offenes Feuer oder Gaskocher? Der Wok? Ja, ja, klar. Kein Problem. So, jetzt geht's an die Kantonsoße. Die Frankfurt-Tätowierung bei dir, hat es irgendeine tiefere Bedeutung? Die was? Zum Beispiel die Frankfurt-Tätowierung. Ja, klar. Hat es eine tiefere Bedeutung zum Beispiel wegen dem Fußball oder einfach wegen der Heimat? Fußball, Liebe zur Stadt, zum Verein. So, guckt euch an, was hier passiert. Geile Kantonsoße. Jetzt machen wir aber auch richtig was rein. Da bleibt immer noch was übrig. Guck mal. Boah, das ist so geil, Alter. Du wolltest jetzt... Okay, gut. Kleinen Schluck Pilzwasser. Was wollte ich jetzt? Das Pilzwasser, das andere, was ich gerade sehr voreilig gehandelt habe. Gib noch ein bisschen. Ey, es ist halt so geiles Konzentrat. Da kannst du echt immer noch ein bisschen Schluck Wasser mit reinmachen, da passiert gar nichts. Es wird nur besser dadurch. Und dann hast du hier dein geiles Wok-Gemüse. Wie gut das einfach riecht. Ne? Boah, Junge. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Da ist es. Wahnsinn. So, gell? Jetzt stellen wir es erstmal hier hin. Seht ihr das? Es riecht brutal. Es riecht einfach brutal. Jetzt kommt die Ente. Ja, Haben wir es gehört? Mhm. Haben wir es gehört? Geil, gell? Ein Stück immer für den Koch. Geil, Alter. Die Brust noch dazu. Zack, knusprige Entenbrust. Auch hier oben drauf. Hey. Okay. Bissle, nutzen wir Biozutaten, wenn Tim einkauft. Nur wenn Tim einkauft. So, jetzt hast du mal hier so ein bisschen noch ein bisschen was hier oben drauf. Von der Ente oder vom Koriander? Oder Dings, Frühlingslauch. War so geil, Alter. Admin, hast du wieder ein bisschen, so wie jedes Mal? So ein bisschen was für hier? Ja, aber natürlich. Ja, geil, natürlich. Nur für dort oder auch für das andere? Nur für dort. Ja, das in die Ritze geschmiert, das darfst du also. Cool. Guckt euch das an. Das ist die Soße dazu. Ich komm rüber und guck. Seid ihr soweit? Gibt's Applaus im Chat? Alex, traut schon mal näher ran. Limitiert durchs Kabel. Limitiert durchs Kabel, Alter. Boah. Admin, dreh ruhig nochmal den Teller, dass man auch den Schnitt sieht. Zeig mal so ein schönes, saftiges Stückchen Ente, Admin.
super schön juicy. Ah! Hm? Haben wir gesehen. Da fehlt aber eins jetzt. Ganz ehrlich, der ganze Raum riecht wie ein China-Restaurant jetzt, oder? Ja. Wirklich einfach geil. Wie lange sind wir online, Tim? Hallo? 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 Wie lange sind wir online, Tim? 19 Uhr, warte mal. 2,5. 2 Stunden 31 vielleicht? Ja. Okay. Ich frage nur. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Kann man so machen. 2,5 Stunden. Ich finde, das ist ein guter Stream gewesen, oder? Leute, auf jetzt! Die letzten 5 Minuten laufen, während wir probieren. Besorgt euch noch einen Wok-Soßen-Bundle, heute Versand kostenfrei. Der erste Drop, seid die Ersten, die es probieren dürfen. Lieber mit 20er Nuggets fetzen oder mit Robben Koch 3 Sterne Dinner? Wer fragt das? Salamisemmel. Aber auch ein geiler Name. Mit Robben Koch 3 Sterne Dinner. Ah ja. Geh ich mal 20er Nuggets halt alleine essen heute Abend. Boah, Junge. So brutal geil. Einfach ein Stückchen Wasser. Schön verlängert. Tim, deine Ente wartet. Lachs war seine Performance. Das ist geil. Viel besser als beim Chinesen. Sag dir ehrlich. Viel, viel besser. Ich finde es auch geil, weil die Soße so schön schlotzig ist. Ja, und ich habe schon Wasser drin, weißt du? Oh. Du kannst es ja anders machen. Ne? Du kannst ja mehr Soße machen, du kannst auch Chili drauf machen. Aber es ist die perfekte Basis. Die hat einfach Power. Schmeckt brutal geil. Ergänzt sich mit der Ente brutal gut. Die Ente haben wir vom Edeka. Ja. Tim, komm, probier eins. Nee, es wird nicht besser. Ich habe doch letztes Mal schon Ente probiert. Soße. Hm? Soße, Gemüse. Hm. Die Leute freuen sich auch, wenn sie sich nochmal sehen zum Abschluss. Ich komme gleich nochmal Kussi geben. Kussi geben. Okay. Tim hat Entenhass. War schon geil. Alex, wie immer, musst du mir sagen, habe ich zu viel versprochen? Ich bin noch am Kauen. Was? Nee, aber ich leg mich fest. Die Kanton ist mein Favorite. Ja. Die ist wirklich krass. Leute, probiert sie auch mal. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt es mir in die Kommentare. Schickt mir E-Mails. Ruft Admin an. Können wir seine Handynummer gerade noch einblenden? Ich bin nicht. Hast du Evanes eigentlich zurückgerufen? Hm? Ach, bitte. Was denn? Die alten Schoten, sagst du? Mm. Einfach geil. Mann, ey. Macht mal endlich eine Folge nur nach Tims Geschmack. Lass mal lieber. Ey, das ist easy. Naja. Bis zur Ente war es easy. Der Tim hat alle Möglichkeiten, hier selber zu kochen. Einmal hat er es wahrgenommen bis jetzt. Gefüllte Pfannkuchen mit Hackfleisch. Jetzt einmal alle nachschauen. Niklas schreibt, Bernd, könntest du mal mit den Frankfurter MMA-Jungs was machen? Stefan Pütz oder Max Koga? Jederzeit. Ich werde bald auf Foodtour gehen mit Moduzzi. Haben wir eingetütet gerade. Mit wem? Moduzzi. Wer ist das denn? Ja, das muss, dass du das nicht weißt. Auch ein Deutscher aus Frankfurt. Wie du aus Wiesbaden. Wie du, ey. Hallo. Geh mal nach rechts. Ich versuche es. Aua, eh. Ah, Leute, so, letzte Chance jetzt, Kinders. Wir machen jetzt gleich noch mal kurz ein bisschen Q&A. Wenn ihr noch Fragen übrig habt. Also die Variante ist auf jeden Fall besser als ohne Panade. Ist so, gell? Mhm. Aber paniert und frittiert schmeckt ja eigentlich alles geil. Ganze ja. Müsli-Riegel. Was ist mit dir los, Alex? Willst du noch was? Ja. Ja, weil wenn die Jungs hier Gas geben, dann... Beeil dich. Da ist nicht mehr viel. Beeil dich. Beeil dich! Boah, jetzt eine kleine Weihnachts-Coke Zero. Mhm. Die haben wir uns aber auch verdient jetzt. Gibt es noch Fragen im Chat an mich? Oder an jeden anderen der Protagonisten hier? Danke, Thomas. Für Tim Koriander.
Koriander, Koriander, ja. Gleich die 600 Likes voll. Habt ihr alle den Perfect Bite Video Podcast abonniert? Wenn nicht, warum nicht? 1,96 morgens. Ente oder Huhn, beides. Damit Sally, vielen Dank. Boah. Theoretisch wird nur Wasser reichen beim Reinigen. Wenn man dann Spülmittel dazu nimmt, ist seinem selbst überlassen. Es funktioniert auch ohne. Mhm. Aber ja. Hast du noch ein Restaurant? Mhm. Im Moment nicht. Aber vielleicht noch bald. So. Nachtisch gibt's heute nicht. Der Carsten hat euch gerade noch mal den Link reingeschickt für den Perfect Bite Video Podcast. Vielen herzlichen Dank dafür und abonniert auf jeden Fall gerne noch den Perfect Bite Video Podcast. Das wäre mir wirklich ein Anliegen. Ja? Lohnt sich ein guter Reiskocher? Ich sage so, wie es ist. Meiner hat 20 Euro gekostet, hält jetzt seit 3 Jahren. Also es muss kein guter Reiskocher sein. Ich sage, es kommt auf an, was du machen willst. Ja. Ja? Es gibt Reiskocher mit guten Funktionen. Aber ich sage euch ehrlich, ich würde nie wieder ohne kochen. Timmy. Ja, ich bin dabei. Der Jürgen Schmidt, der möchte auch gehen. Bei uns im Chat. Jürgen Schmidt, du Hund. Ups. Reiko, das kommt drauf an. Nee. Ich bin kein Muslim. Wir fragen Sie was. Der Heiko. Bitte sagt eure Hidden Gems an Softdrinks. Du bist auch ein Softdrink-Experte. Ja, aber ich will dafür, für die, die ich wirklich gerne trinke, will ich keine Werbung machen. Hm. Holy ist geil. Die ganze Holy-Geschichten haben wir einen Link parat. Ja? Softdrinks. Wenn ihr auf coole Softdrinks zuckerfrei steht, kann ich euch nur Holy empfehlen. Sehr, sehr geile Eistees. Und was natürlich auch der absolute Knaller ist, sind die Energies. Ne? Also Tim, du hast heute wieder 2 geile Sorten probiert. Neu, der Bratapfel ist auf jeden Fall auch geil. Absolut, der ist crazy. Ja, Bratapfel. Hast du es da, das Ding? Wo ist der hin? Ja, hier. Der ist auf jeden Fall auch komplett geisteskrank. Checkt mal Holy ab, der Tim schickt euch schon mal einen Link rein. Gibt es aktuell Probierpaket und es gibt noch Prozente, gell? Ja, 10er, 5. Holy Christmas, Bratapfel. Alles gut, Heiko. Ich verleugne nichts. Nee, ich werde oft gefragt, ob ich Schwein esse und ich sage, jo, ich bin halt hier geboren und... Ja, du bist ja kein Moslem. Eben. Ja, also. Und ohne Bacon, ohne mich. Nein, es ist einfach, du siehst halt nicht aus wie der Bio-Deutsche. Deswegen fragen die Leute das wahrscheinlich. Urdeutsch. Nein, Digga, weil du halt aussiehst wie einer von 4 Blocks, Alter. Einfach so Berliner Klarmitglied eigentlich. Bin ich auch. Hast du auch gesehen, dass die Nachrichten letztens, ich und Tim. Ja, ey, Mr. Empower, alle, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Ne? Und hier vor allem an alle, ihr habt es gelesen, ne? Alle, die Soßen bestellt haben, wir versenden ab dem 18. Ne? Also wir kriegen das auf jeden Fall alle noch vor Weihnachten, das ist alles gar kein Problem. Aber die Woche brauchen wir noch. Die Frage, wann die ausverkauften Gewürze wieder verfügbar sind. Ich glaube Donnerstag. Also auf jeden Fall nächstes Wochenende. Ja. Spätestens nächstes Wochenende sind die wieder da. Da ist ja nur einer ausverkauft aktuell, oder? Ja, Magic Dust. Nur der Magic Dust ist ja, ausverkauft. Meat Booster auch heute. Meat Booster ist heute leer geworden? Ist heute leer geworden. Okay, Meat Booster heute leer geworden. Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Frage Gemüse. Deutschland gegen Asien. Asien. Thermomix brauche ich nicht, aber Reiskocher super. Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Wir lassen jetzt gleich den Code, sage ich mal, noch 5 bis 10 Minuten lassen wir noch dran, gell, Tim? Was von dem? Den Shop lassen wir noch 5 bis 10 Minuten offen. 5. 5, okay, 5 Minuten. 5 Minuten habt ihr jetzt noch. Admin, fang an, dich zu bedanken bei den. Erstmal bei den Leuten, die hier heute Donations rausgehauen haben, wie die Irren und so. Vielen Dank. Mitgliedschaften, vielen Dank an euch alle. Es war der Wahnsinn, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Wolltest du gerade anfangen? Nee, noch was zu sagen? Das war schon. Admin, nee, bedankt. Vielen Dank. Ja, das ist auf jeden Fall auch standesgemäß. Nee, jetzt bin ich über mein Verpackungsspiel alleine. Was? Alex, willst du unseren Zuschauern, insbesondere denen auf Deliziös, noch irgendwas sagen? Ja, du, auch allgemein großes Danke von meiner Seite. Ich habe da viele Namen gesehen, die von Anfang bis Ende dabei waren. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Insofern vielen herzlichen Dank auch von der offiziellen Deliziös-Seite für den Support.
Timmy, ist dir irgendwas besonders ins Auge gefallen heute? Ja, vielen Dank an meine Schwiegermama. Grüße gehen raus. Ich bring Soße mit. Bring ganz schöne Soßen mit und vielen Dank für das tolle Essen, was ich immer von dir bekomme. Oh, ja. Immerhin, er sagt immer, er hätte bei mir zugenommen, aber ich glaube, das war bei euch zu Hause, Frau von und zu. Ja? Gut, dann von meiner Seite auch vielen Dank. Was ganz wichtig ist, alle nochmal liken, auch wenn der Stream gleich beendet ist. Ne? Könnt ihr alle nochmal einen Kommentar schreiben und ein Like geben. Das macht es auf jeden Fall aus. Dann kriegen die Leute, die heute Abend keine Chance gehabt haben, dabei zu sein, die können sich den VOD nachher nochmal anschauen. Und ich bedanke mich für alle, die bei uns eingekauft haben heute Abend. Danke, danke, danke. Neues Video gab es heute schon, wer es noch nicht gesehen hat, Wiesbaden-Videos draußen, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt mit der Chefin, konkret 8 Minuten Lachtflash am Ende, zieht euch das rein, ihr pisst euch weg, aber geht vorher aufs Klo, ich sag's euch. Also Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, haut rein und wir sehen uns spätestens am Mittwoch mit einem neuen Video. Tim, was geht am Mittwoch raus? Wenn es gut läuft, hier Frankfurt-Weihnachtsmarkt. Frankfurt-Weihnachtsmarkt, krass. Ey, danke, ciao, macht's gut.